Über ein Rollenspiel reden heute alle coolen Kids und wir haben es hier, Baldur's Gate 3. Hallo liebe Leute da draußen, es ist mir eine große Freude, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer kleinen Angespielt mit Baldur's Gate 3. Mit mir dabei, fantastischer Nils. Ich freue mich sehr, Steffen. Dankeschön, dass du hier bist. Ja. Wir haben ein paar technische Probleme gehabt, deswegen wird wahrscheinlich der Timo auf jeden Fall mit dabei sein, den wir von Remote zuschalten, und Krogi versucht noch mit dazu zu kommen. Aber Launchtag-Multiplayer ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber wir machen das Beste draus. Und ich würde sagen, wir springen jetzt aber gleich mal erstmal in die Charaktererstellung und gucken mal, was wir für Charaktere uns bauen, lieber Nils. Let's do it! Let's do it. Es gibt neben diesen 7 vorgefertigten Charakteren, die dann auch in der Story vorkommen, eben noch die Möglichkeit, einen eigenen Charakter quasi zu erstellen. Und da kann man, sieht's ja hier, erstmal zwischen diesen 11 Rassen wählen. 11 Tiefling, Drow, Mensch, Steffen Tschiwatzki, Zwerg, Halbelf, Halbling, Gnom, Drachenblüter oder Halborg. Und dann kannst du noch eine Unterart wählen. Und dann kannst du noch irgendwie, also es ist irre, dann kannst du noch eine Klasse wählen. Ja, ja. Also wir können uns ganz gemütlich jetzt erstmal mit der Charaktererstellung befassen. Bevor wir das machen, würde ich noch einmal ganz kurz erzählen wollen, weshalb wir jetzt ein paar Minuten zu spät sind. Wir wollten eigentlich schon um 7:45 beginnen mit der Sendung. Und zwar ist es so, dass wir zu viert spielen wollten, eigentlich noch mit Timo und Krogi, aber wir kommen nicht zu viert in eine Lobby. Es geht immer nur 2 Leute rein und die anderen 2 bekommen eine Fehlermeldung. Wir gehen davon aus, es liegt irgendwie an unserem internen Netzwerk, weil von extern klappt es. Ja. Deswegen ist Krogi jetzt schnell nach Hause, dass der uns gleich quasi von zu Hause aus joinen kann. Timo versucht gerade noch ein bisschen was zu fixen, kommt eventuell auch gleich nochmal mit rein, sodass wir euch nach Möglichkeit den 4er-Multiplayer-Modus zeigen können. Das war ja eigentlich für heute auch geplant. Das passiert im Hintergrund und im Vordergrund, Steffen, bauen wir uns jetzt genau den Charakter. Genau das. Für alle Leute, die sich auskennen mit Dungeons & Dragons 5. Edition, die werden sich hier gleich zu Hause fühlen, denn das ist basiert auf Dungeons & Dragons 5. Edition. Das heißt, ich kenne mich hier sehr, sehr gut aus. Nils, du hast ja auch schon ein bisschen Dungeons & Dragons gespielt, bist aber jetzt nicht super tief drin. Lass uns erstmal anfangen mit der Charakterklasse, weil Charakterklasse ist eigentlich das Wichtigste, was man wählen kann. Das ist bestimmt alles andere, was man sozusagen macht. Worauf hast du einen Bock? Was ist denn so gerade bei dir hoch im Kurs? Ja, also ich habe jetzt für mein privates Let's Play eine, wie heißt es noch, Klerikerin gespielt, was ich eigentlich ganz cool finde. Hab aber erst so 2 Stunden gezockt und würde was, jetzt nicht wieder Klerikerin nehmen, aber schon irgendwie was so, vielleicht Magierin oder meinetwegen auch Waldläufer oder weiß ich nicht. Du hast ja Druide gespielt, ne? Genau, ich habe Druiden gespielt. Irgendwas in der Richtung. Willst du viel Magie oder eher so mittelviel Magie? Willst du eher heilen oder willst du eher Schaden machen? Schaden. Schaden. Dann Schaden und Magie. Dann Mage. Okay, dann gehen wir auf Klasse auf der linken Seite. Das dritte von unten. Da, genau. Zack. Also da hast du verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es eigentlich so, es gibt bei jedem, du hast von den Klassen, also gibt es noch Unterklassen. Und es gibt von den meisten Klassen, gibt es Unterklassen, die auch irgendwie magiebegabt sind. Also das gibt es fast überall. Druide ist halt so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Mit dem kannst du fast alles machen. Der kann Heilzauber lernen, der kann Schadenszauber lernen, der kann sich in Tiere verwandeln. Der ist, finde ich persönlich, ziemlich cool und sehr, sehr vielfältig, aber auch sehr, nicht so nicht einsteigerfreundlich, weil er halt sehr viele Optionen hat. Ne? Dann gibt es noch sowas wie den Hexenmeister. Der hat ein bisschen weniger Optionen, was Zauber angeht. Kann nur eine begrenzte Anzahl an Zaubern sprechen. Hat dafür aber den sehr mächtigen, schaurigen Strahl. Das ist ein Schadenszauber, den du im Laufe des Spiels auch mal weiter verbessern kannst. Was auch sehr, sehr gut ist. Und dann gibt es natürlich noch die Klassiker Zauberer und Magier. Viele Leute denken sich, hey, wo ist der Unterschied? Magier sind diejenigen, die durch Bücher die Zauberei lernen. Das bedeutet, du kannst über Schriftrollen neue Zauber erlernen. Und Zauberer sind diejenigen, die aus der Natur heraus bzw. aus der Umgebung heraus ihre Zauber lernen. Die können natürlich so schnell neue Zauber lernen, haben dafür aber andere Fähigkeiten. Und das sind so die Möglichkeiten. Paladin hat theoretisch auch Zauberkräfte, aber nur sehr eingeschränkt. Ja, also heilend und, und sowas, ne? Genau, also was mit Hexenmeister? Was? Hexenmeister ist, genau, die sind ein bisschen eingeschränkter, was Zaubern angeht, sind aber sehr mächtig. Eine meiner Lieblingsklassen, sind sehr cool, macht mir sehr viel Spaß. Sehr mächtige Schadens- und Debuff-Zauberer. Ja, dann können wir doch einfach sagen, Hexenmeister klingt eigentlich ganz gut. Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Hexenmeister? Gibt es jetzt irgendein Volk, wo man sagt, okay, das ist dafür besonders prädestiniert? Ich muss einmal ganz kurz gucken. Im normalen D&D ist es so, du hast hier oben rechts deine Werte. Und im normalen D&D ist es so, dass du jetzt ein Volk wählen würdest, was besonders einen Bonus auf Charisma bekommen würde. Denn als Hexenmeister ist dein wichtiges Attribut Charisma. Du nutzt Charisma, um zu zaubern. Und deswegen würdest du normalerweise ein Volk auswählen, was dir
einen Vorteil auf Charisma gibt. Ich weiß gar nicht, ob das hier der Fall ist. Ich glaube, so tief haben sie es nicht eingebaut. Ich glaube, du kriegst tatsächlich gar keine Boni durch die Völker. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz, kannst du dir aussuchen, was du willst. Es gibt halt so ein paar Völker, die, jetzt muss ich geguckt, gucken. Mit Elfen was? Dunkelsicht ist halt immer ganz gut. Ich glaube tatsächlich, du kannst rein nach Style gehen. Mhm. Du kriegst bei den Githyanki, kriegst du nochmal einen zusätzlichen Zauber, was nicht schlecht ist. Ah, das sind die, Halbelfen und Elfen sind auch nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt bei dem anderen diese Heidi Kabel, die ich da spiele mit Klerikerin, die ist Mensch. Mhm. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, Halbelf finde ich schon mal nicht schlecht. Ja. Das ist so eine Mischung aus Mensch und Elf, ne? Die haben sich verpaart und das ist direkt, das Endprodukt. Mal, es gibt halt auch Halborks, ne? Also okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Das ist nämlich Volksunterart, halb Hochelf, halb Hochelf, Wald Halbelf oder Drow Halbelf. Genau, da unten siehst du immer, was du bekommst. Du kriegst ein zusätzliches Merkmal oder eine zusätzliche Fähigkeit. Siehst du immer da, genau, zum Beispiel den Feuerball wirst du bekommen. Feuerpfeil, das wäre die Flinkheit, Bewegungsrate oder die tanzenden Lichter. Gehen wir bitte auf die erste nochmal, auf den Halbdingens Elf, das ist nicht das, ne? Das Gute ist, das kann ich dir einmal erklären, beim Hexenmeister ist es so, normalerweise hast du als Zauberer sehr viele Zauberslots und du gibst immer Zauberslots aus, um Sachen zu zaubern. Ja. Beim Hexenmeister ist es so, du hast sehr, sehr wenig Zauberslots. Das heißt, du willst am liebsten Zauber haben, die keine Zauberslots verbrauchen. Ja. Der Feuerfall zum Beispiel braucht keiner, siehst du unten, da steht einfach nur Aktion. So, voll gut. Mhm. Den könntest du also gut gebrauchen, du hast aber auch den schaurigen Strahl, das ist dein Standardangriff. Der verbraucht den siehst du hier, der braucht auch keinen, genau. Oh, und der macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Also kannst du dir aussuchen, ob du dann noch einen Feuerpfeil brauchst. Ah, okay, das heißt, man könnte... Ah, verstehe. Das heißt, es bringt eventuell, bringt mir das gar nichts. Dann, ja, also das tanzen nicht da vielleicht besser. Das ist einfach nur, da beleuchte ich einfach einen Radius. Das ist aber auch ein bisschen lame. Ja. Flinkheit ist, das finde ich auch nicht so krass. Aber es gibt vielleicht ja auch Resistenzen. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann diesen einen total, den schaurigen Strahl, dann kann ich den leveln? Also, ja. Du kannst, dann muss man einzelne Zauber, dann kann man sich nicht durch Benutzung, sondern indem man einen Punkt vergibt. Nee, genau. Es ist bei dem Hexenmeister so, wenn du auflevelst und Level Up bekommst, kriegst du sogenannte Hexenmeister-Merkmale. Mhm. Und da kannst du damit deinen schaurigen Strahl verbessern. Und wenn du bestimmte Levelgrenzen erhältst, kriegst du, das kannst du ihn öfter benutzen. Dann kannst du zum Beispiel pro Angriff zwei schaurige Strahle machen oder drei sogar. Okay. Wir können ja mal ganz kurz, ich will mal was sehen. Weil wenn ich jetzt einen anderen, wenn ich jetzt mal einen Vollelf hier nehme, dann ändert sich da gar nichts. Aber wenn ich jetzt, was ich nehme, ein Gnom. Da hast du natürlich jetzt ganz andere Fähigkeiten. Das sind dann schon wieder ganz andere Sachen. Ja. Dunkelsicht, Werkmeister, Wissen. Das ist ja schon interessant. Genau. Mit Tieren sprechen. Okay, das ist geil. Also das ist schon echt ratsam, sich genau anzugucken, welche Kombination man da so anstrebt, weil jetzt gerade eben wäre es ja wirklich, also wenn das so ist, wie du sagst, dann wäre das ja ein bisschen ja, hätte jetzt quasi zweimal den gleichen Skill sozusagen und das wäre ein bisschen lame dann so, ne? Also, das stimmt. Guck mal, was kann der hier? Säure. Mhm. Genau, Drachengeborene sind so, die haben natürlich einen Drachenodem, das heißt, du kannst jetzt eine dieser Unterarten aussuchen, die haben immer unterschiedlichen Schadensart, den sie machen können. Mhm. Und das ist aber auch eine Aktion, also da musst du auch überlegen, ist das unbedingt notwendig, aber die sind auch ziemlich stark, diese Drachenohren. Ja. Da werde ich mir auf jeden Fall einen nehmen, denn ich spiele oder mache mir jetzt gerade einen Barbaren, die normalerweise nicht dazu fähig sind zu zaubern. Und wenn du dann einen Drachengeborenen hast, kannst du zumindest Feuer spucken oder in meinem Fall Blitze spucken und das ist natürlich ganz hilfreich dann. Guck mal, ich glaube, ich nehme dann doch einen Mensch, weil der Mensch hat hier noch Rüstung. Segen des dunklen Meisters. Also das sind dann Zauber, die irgendwie noch anders wirken, ne? Genau, da kommen dann gleich deine Unterklassen nochmal hin. Jetzt bist du gerade nicht bei dem Volk, sondern bei der Unterklasse bist du gerade. Genau. Ich glaube, die Menschen haben nämlich kein Untervolk sozusagen. Die haben immer die gleichen Volksmerkmale. Deswegen kannst du da nichts anderes wählen. Und genau, jetzt kommen wir zu deiner Unterklasse. Mhm. Ich gerade schon erwähnt habe, jede normale Klasse hat noch eine Unterklasse, die du wählen kannst. Und bei dir ist es so, als Hexenmeister hast du einen Pakt geschlossen mit einem großen, üblen Wesen. Oh mein Gott. Erzielst daher deine magischen Fähigkeiten. Mhm. Und da darfst du jetzt aussuchen, ob du einen Unhold als Meister hast, einen, ich glaube, was ist das zweite? Der große Alter. Der große Alter, genau. Oder eine Erzfee. Und dadurch kriegst du eben unterschiedliche Zauber zum Start. Ah ja, Feenfeuer. Die große Alte hat die Todeserinnerung. Wenn dir ein kritischer Treffer gegen ein Kreto gelingt, müssen alle Kreto. Okay. Dissonantes Flüstern.
Ah, bei Rettungswurf. Okay, das ist interessant. Versetzt eine Kreatur vor Lachen in den Zustand liegend. Das ist ziemlich mächtig. Also Zustände, Leute umwerfen und so, das kann richtig, richtig hart sein. Taschas grässliches Gelächter, dafür braucht man Intelligenz mindestens 5. Intelligenz haben wir 13, das passt ja ganz gut. Ich nehme jetzt die große Alte. Okay. Okay, Zauber, wir kommen ja gleich zu dir. Was, guck mal, jetzt habe ich hier dieses dissonantes Flüstern, genau, und das Lächeln. Kann ich das jetzt austauschen? Oder genau, du kannst zwei Zauber jetzt quasi wählen von denen, die da verfügbar sind. Ah, okay. Ja, jetzt hast du zum Beispiel Taschas grässliches Gelächter. Und die beiden, die du hier rechts hast, die beiden Zaubertricks, die hast du automatisch, nämlich den schaurigen Strahl und den Klingenbann. Mhm. Und die kannst du kostenlos benutzen. Deine Zauber, davon kannst du, glaube ich, maximal ein oder zwei, glaube ich, wirken, bis du dich wieder ausruhen musst. Verstehe, okay. Was nehmen wir denn da Schönes? Rüstung vielleicht? Naja. Die ist ziemlich stark, die Rüstung von Agathys. Dann nehme ich die beiden Taschas und die Rüstung. Und dann gibt es ja noch diesen Hintergrund, ne? Das finde ich auch interessant. Fertigkeit täuschen, Fertigkeit Motiv erkennen, Fertigkeit täuschen, Heimlichkeit, Akrobatik auftreten, mit Tieren umgehen. Genau, im Rollenspiel ist es so, damit kannst du deinem Charakter nochmal einen zusätzlichen, du kannst quasi sagen, was war die Person, bevor sie Abenteurer wurde. Mhm. Und hier ist es so, dass du dadurch verschiedene Fertigkeiten bekommst. Denn im Spiel ist es genauso wie im Rollenspiel. Wenn du zum Beispiel jemanden, wenn du zum Beispiel schleichen möchtest, an jemanden vorbeischleichen möchtest, wird im Hintergrund ein Würfel geworfen. Und je nachdem, wie gut du in dieser Fertigkeit bist, desto besser kannst du schleichen. Mhm. Oder wenn du Leute überzeugen möchtest, wird ein Würfel geworfen. Und je nachdem, wenn du die Fertigkeit hast, bist du besser darin, das zu tun. Mhm. Und du hast Charisma als einen deiner besten Werte. Das heißt, alles, was du mit Überreden zu tun hast, mit Überzeugen, mit Bezirzen, solchen Sachen, die sind sehr, sehr gut bei dir. Motiv erkennen und überzeugen zum Beispiel, ne? Genau, die sind richtig gut. Ja. Kannst du später auch noch ändern. Aber ja, das nehme ich. Ich mache Gildenkünstler. Motiv erkennen und überzeugen. Mhm. Und die Attribute sind ja schon, also man kann sie hier, glaube ich, auch noch mal ändern, einen Bonus ändern, aber das ist ja jetzt schon automatisch auch dann meiner Spielweise ein bisschen zugerechnet, weil ich brauche Charisma als Hauptskill. Intelligenz ist auch nicht so unwichtig, glaube ich. Da habe ich ja dann irgendwie einen Zauber, der die Kreatur muss Intelligenzwert von mindestens 5 haben. Okay, ist das die Kreatur? Bin ich das oder die Kreatur? Nee, die gegnerische Kreatur. Ne? Ja, weil wenn die nicht intelligent ist, versteht sie den Witz nicht und dann ist sie immun dagegen. Bleibe ich mal so und dann gehen wir mal zu dir. Du machst jetzt mal, erklärst deinen Charakter. Ich puppel hier noch ein bisschen am Aussehen rum. Genau, mach das mal. Ja, ich habe einen Drachenblütigen. Das sind eben halb Mensch, halb Drachen, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und die sind relativ gut für mich als Barbar, den ich jetzt gleich spiele, nicht gleich nochmal, weil sie einen sogenannten Odem haben. Ein Odem ist ein Angriff, den man machen kann. Und ich spucke dann quasi einfach eine bestimmte Art an Angriff. In diesem Fall ist es ein Blitz-Odem. Und macht damit zusätzlich Schaden. Das kann sogar in einem relativ großen Bereich sein. Das ist halt relativ stark. Und wenn ich hier mal die Volksunterarten angucke, kann man sich eben ansehen, hier gibt es eben super viele verschiedene Arten, die man wählen kann. Und das hat eben entsprechend Einfluss, das habe ich mein Aussehen verändert, egal, was für eine Art von Angriff man hat. Zum Beispiel als schwarzer Drache hätte ich zum Beispiel hier einen Säure-Odem, als blauer Drache habe ich eben den Blitz-Odem. Als Messing-Drache habe ich einen Feuer-Odem, als Bronze habe ich auch einen Blitz-Odem. Also hier kann man so verschiedene Arten von Drachen wählen. Das sieht man auch ein bisschen anders aus, weil man dann eben unterschiedliche Schuppenfarbe und so weiter hat. Und entsprechend kann man sich da so ein bisschen austoben und verschiedene Sachen auswählen. Ich habe als Klasse einen Barbaren genommen. Barbaren können halt ziemlich gut im Nahkampf zuschlagen, sind aber nicht so sonderlich gut daran, sich selbst vor Schaden zu bewahren. Das heißt, ich brauche eigentlich immer jemanden im Hintergrund, der mich so ein bisschen heilt. Wer könnte das machen? Niemand. Du kannst auf jeden Fall nicht heilen als Dingens. Und ich muss aber auch immer jemanden angreifen im Kampfrausch oder Schaden bekommen. Sonst endet mein Kampfrausch. Mhm. Das heißt, da muss ich immer so ein bisschen gucken, dass ich eben immer im Kampf bin, wenn ich diesen Kampfrausch benutze. Den kann ich auch nicht so oft machen. Und der bedeutet eben, ich mache mehr Schaden. Ich kann eine Kreatur besser angreifen und das passt eben besser. Ah, jetzt ist Timo, glaube ich, von unten gejoint gerade. Und ich bin besser, wenn ich keine Rüstung habe. Fällt mir auch immer sehr, sehr gut. Dafür
brauche ich einen sehr hohen Konstitutionsmodifikator, einen relativ hohen Konstitutionswert. Mhm. Den könnte ich mir jetzt gleich noch einstellen, wenn ich möchte, aber das ist quasi das Coole. Und ich kann jetzt am Anfang noch keine Subklasse wählen, weil die beim Barbaren, glaube ich, erst ab Stufe 2 oder 3 freigeschaltet wird. Mhm. Da kann ich aber schon mal sagen, ich werde einen Barbaren mit wilder Magie spielen. Das bedeutet, wenn ich in den Kampfrausch gehe, passiert irgendetwas Magisches. Was kann ich nicht genau beeinflussen? Es kann sein, dass ich explodiere. Es kann sein, dass ich meine Haarfarbe wechsle. Es kann sein, dass Gegner angegriffen werden. Es kann sein, dass wir alle sterben. Wird lustig. Oh mein Gott. Glaube ich. Das will ich nicht. Genau, und als Hintergrund habe ich Soldat gewählt, was natürlich passt. Ich habe dann einen Bonus auf Athletik und auf Einschüchtern, weil ich natürlich Leute ja einschüchter. Und jetzt kann ich bei den Attributen nochmal gucken. Ich habe als Hauptattribut Stärke, weil das natürlich der das ist, womit ich am meisten angreife. Und als zweiten habe ich Konstitution, weil ich das brauche, um meine Rüstungsklasse hochzuhaben, weil ich kann ja keine Rüstung tragen oder soll keine Rüstung tragen, deswegen brauche ich höhere Konstitution. Und jetzt kann ich nochmal gucken, ich werde mal statt mit Tieren umgehen, nehme ich mal Natur als Bonus, weil mit Tieren umgehen brauche ich nicht so unbedingt und Wahrnehmung habe ich dann noch, sodass ich da noch ein paar Dinge habe, ein paar Fertigkeiten habe. Finde ich gut. Und dann sind wir auch so ein bisschen unterschiedlich voneinander. Das ist wichtig. Das glaube ich nicht, was mir nicht so schlecht ist. Ja, finde ich gut. Genau, das ist mein Charakter. Und natürlich ist es auch so, sobald man ein Level aufsteigt, kann man noch mal ganz viele Sachen auswählen, noch mal ganz verschiedene andere Sachen machen. Und das wird auf jeden Fall noch interessant und wird noch mal das Ganze ein bisschen ändern, kann man auf jeden Fall sagen. Und noch ein paar neue Spielmechaniken in das Spiel reinbringen. Es ist fantastisch, liebe Leute. Und sehr, 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 sehr tief. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich weitermachen und mal gucken, ob wir mit Krogi und Timo uns gerne connecten können, machen wir noch einen kurzen Spot und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. So, da sind wir wieder, liebe Leute. Wir spielen jetzt gleich Baldur's Gate 3 und gucken mal, ob wir gleich noch unsere beiden anderen Kollegen mit reinbekommen. Aber erstmal hat Nils noch etwas Besonderes hier gerade gefunden. Nee, eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur fragen, so, sorry. Was jetzt, wenn man nämlich jetzt die Charaktererstellung vollendet hat, dann kann man hier noch einen Wächter auswählen, so ein Patronus oder was. Wie wollen wir denn den jetzt hier mal mit einbauen? Das Ding ist, bei dem Patronus, beziehungsweise diesem Ding, was du da hast, es hat mit der Story zu tun von Baldur's Gate, die wir jetzt natürlich noch nicht spoilern wollen und nicht zu viel preisgeben wollen. Mhm. Es ist eine Person, die in der Hauptstory sehr, sehr relevant werden wird für dich als Charakter. Und dementsprechend kannst du selbst überlegen, wie du die Person aussehen lässt. Die hat jetzt keinen regeltechnischen Einfluss auf deinen Spielstil, aber sie taucht regelmäßig im Spiel auf, sagen wir es mal so. Aber was genau, ist es nur visuell oder was? Also der hat gar keinen inhaltlichen Einfluss? Sie ist wie sage ich das ohne zu spoilern? Ach, schwierig. Aber also okay. Die Person kommt regelmäßig vor. Okay. Du musst aber jetzt nicht auf Werte oder sowas achten. Du kannst die frei nach Aussehen gestalten. Okay, reines Aussehen. Okay, verstehe. Genau. Gut, dann nehme ich mir hier so einen Gnom. Gnom sind so Nils Gnomhoff. So, okay. Mal hier ein bisschen auf zufällig. Fertig. Gut, ich habe die Hexe Bolderbach. Und bin ready, soweit. Das ist meine Hexe Bolderbach jetzt und warte auf euch. Wir haben, glaube ich, wenn wir hier mal die Kopfhörer, ich weiß gar nicht, was ist das dein? Das müsste meiner sein, genau. Ja, wir haben nämlich jetzt auch, glaube ich, Timo mit im Discord. Echt? Oder? Hallo? Hallo, hallo? Ich höre die ganze Zeit nämlich irgendwas. Ich habe auch irgendwas gehört, aber ich glaube, es war nicht Timo. Ach so. Wir warten kurz, bis Timo jetzt einen Charakter erstellt hat. Hallo! Doch, da ist er. Da ist er doch. Hörst du uns, Timo? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Geil. Ja, cool. Schön, dass das noch geklappt hat. Das ist jetzt super spontan. Grüße gehen raus. Wir können jetzt natürlich dein Screen nicht abfilmen. Was hast du für einen Charakter gewählt? Willst du uns schon mal einweihen? Ich würde ganz klassisch wahrscheinlich auf den Menschen gehen und als Klasse dann den Waldläufer nehmen, außer jemand anderes sieht sich da noch. Ich glaube bisher nicht. Nö, wir haben einen Hexenmeister. Und ein Barbaren, was natürlich gut ist, da so ein richtig so ein Tank da vorne. Genau, ich mache heute einen Tank für uns. Hau ein bisschen rein. Ja. Möchte bitte nicht geheilt werden. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du möchtest nicht geheilt werden? Nur ein bisschen.
Nur wenn ich wirklich kurz davor bin, tot bin. Nur kurz okay. davor. Dann, Danger Seeker. Dann schon. Okay, genau, wir haben es jetzt so gemacht. Timo sitzt, glaube ich, unten in der Redaktion und sitzt dort und zockt von da aus. Und ich glaube... Ich sitze tatsächlich in Florentins kleiner Streaming. Ah, das ist natürlich auch smart von dir. Sehr schön. Ah, schön. Wir warten jetzt gerade noch auf Krogi, ob wir irgendwas von dem hören. Der ist gerade auf dem Weg nach Hause. Der hat sich tatsächlich kurz vor der Sendung, als wir gemerkt haben, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, aufgemacht und ist schnell nach Hause geeilt. Mhm. Und der müsste jetzt eigentlich auch demnächst zu Hause auftreten. Ich schreibe ihn mal an. Weil wir wissen nicht ganz genau, wenn wir jetzt starten, ob er dann joinen kann. Aber genau, das sollten wir. Also wir warten natürlich nur, wenn er. Ich rufe ihn einfach an. Ja, ruf ihn nochmal an. Wir machen das nur, wenn er wirklich auch unterwegs ist. Ja. Aber wenn das nicht klappt, dann würden wir jetzt einfach starten. Wenn er 5 Minuten dabei ist und wenn nicht, dann. Wenn er noch Auto fährt, kann er nicht rangehen, dann würden wir trotzdem jetzt schon mal starten. Ja. Genau, das ist der Plan. Aber wir wollen jetzt nicht wegen einer Minute, dass Krogi da nicht dabei ist. Nein, genau. Wir wollen natürlich, dass so viele Leute wie möglich da sind. Ich weiß nicht, inwiefern ihr schon darüber gequatscht habt, aber dieser Hintergrund, den ich auswählen kann, ne? Inwiefern hat das dann eine Auswirkung auf du mich? Du kriegst neue Fertigkeiten dadurch. Und Fertigkeiten sind wichtig, wenn du auf irgendwas würfeln willst. Hallo? Krogi? Hör nix. Okay, fehlgeschlagen. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch eine neue Nummer. Vielleicht ist er auch unterwegs schon. Ja. Gut, Entschuldigung, Timo, deine Frage nochmal? Hintergrund war das. Hintergrund. Genau, zu dem Hintergrund. Oh, genau. Entschuldigung. Jetzt muss er zurück. Krogi. Grüß dich. Hallo. So, ich bin jetzt am Computer. Oh, sehr gut. Und hoffe, dass ich joinen kann. Ja, perfekt. Dann komm schnell mal in Chiwatskis Spiel. Ja, genau. Schauen wir mal im Spiel. Ich kann dir ganz kurz sagen, was wir für Klassen haben. Wir haben Steffen mit dem Barbaren, einen Drachenbarbaren. Ich habe einen menschlichen Hexenmeister. Timo spielt Waldläufer. Genau. Okay, den haben wir schon, alles klar. Das heißt, du hast jetzt die Freiwahl. Fast frei. Okay, dann versuche ich mal euch zu joinen und dann starten wir. Stark. Geilo. Alles klar. Jo. Bis gleich, Kogi. Stark. So, um die Frage von Timo nochmal zu beantworten. Ja. Der Hintergrund entscheidet, was für Boni du bekommst auf deine Fertigkeiten. Du hast ja verschiedene Fertigkeiten, auf die dann gewürfelt werden, wenn du Sachen machen willst. Und wenn du unterschiedliche Hintergründe hast, kriegst du unterschiedliche Fertigkeiten, auf die du dann besser würfelst. Kannst du dir mehr oder weniger frei aussuchen. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal Soldat machen. Ich glaube, das ist was Richtiges. Okay, ja, okay. Das kannst du machen. Okay, Habe ich mich gerade doppelt. Oh Gott. Interessant. Genau, das kannst du machen. Habe ich mich jetzt wieder nicht doppelt? Ja, ich habe mich immer doppelt. Hallo? Probiert. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, gut. Dankeschön. Gut, dann warten wir jetzt noch kurz auf Krogi. Ich schicke ihn mal. Habe ich ihn überhaupt hier drin? Ja, muss ich rein. Ne? Ich schicke ihn ja schon einladen. Ja, da kannst du Krogi noch einmal einladen, genau. Und ich bin sehr gespannt, wie das im Koop funktioniert tatsächlich. Ich habe es, wie gesagt, schon 2 Stunden. So gezockt im Singleplayer, musste da erstmal von null anfangen, weil ich da wirklich keinen Plan von hatte. Und es ist ultra komplex. Ja. Und es ist auch so, dass die Entwickler anderer genreähnlicher Titel schon öffentlich zurückrudern und sagen, ey Leute, bitte jetzt nicht die Erwartungshaltung, die durch die epische Größe dieses Spiels entsteht, auf unser Projekt projizieren. Weil das, was Baldur's Gate 3 abliefert in Umfang und Tiefe, kann niemand anderes abliefern. Was Fluch und Segen natürlich ist, weil natürlich wird das jetzt vermutlich, ich habe es ja erst 2 Stunden gespielt, aber nach allem, was ich mir so angelesen habe, einen neuen Maßstab setzen, auch im Rollenspielgenre, und dann vermutlich für Jahre das Spiel sein, auf das man verweist und mit dem man sich dann auch messen lassen muss. Ja. Es gibt 100 plus, vielleicht sogar 200 Stunden Story, die man spielen kann. Es gibt tausende unterschiedliche Enden, die man erreichen kann. Ihr habt jetzt gerade selber einen Eindruck davon bekommen, wie komplex allein die Charaktererstellung ist, wie viele Zauber es gibt, wie viele Angriffe in irgendeiner Form. Viele Dinge, die man im Spiel tut, haben irgendwelche Auswirkungen, die die Story dann eben auch beeinflussen und einem halt auch einen anderen Pfad zu einem anderen Ende gehen lassen. Die Stadt Baldur's Gate selbst ist riesengroß. Ja. Mhm. Also das ist wirklich ein einziges Superlativ, dieses Spiel. Ich glaube, es haben 400 Leute da einfach über 6 Jahre oder was auch immer an diesem Spiel gebaut. Also uns erwartet da wirklich eine richtig epische Reise. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben auch im Game Talk im letzten ausführlich drüber gesprochen, auch mit Michael Graf von der GameStar. Da haben wir natürlich das Endprodukt noch nicht gespielt. Ich habe jetzt, glaube ich,
auch schon so 10, 15 Stunden gespielt. Wir durften gestern schon anfangen, netterweise, weil wir einen Presse-Key bekommen haben. Vielen, vielen Dank an die Kollegen da draußen, by the way, dass wir den bekommen haben. Und muss sagen, huiuiui, es ist krass. Und auch für alle Leute, die die Beta gespielt haben oder für alle Leute, die unserem Let's Play von der Beta zugeguckt haben, ihr werdet euch an manche Sachen anders erinnern, als sie jetzt wirklich stattfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nochmal komplett das Gleiche zeigen wie in der Beta, sondern es hat man sich schon einige Sachen auch wirklich grundlegend verändert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn ihr jetzt die Beta schon gesehen habt und die Beta reingespielt habt und jetzt nochmal neu anfangt oder nochmal neu reinguckt. Das ist, glaube ich, keine große Sache. Ihr werdet trotzdem Spaß haben. Ja, ey, auf jeden Fall. Ja. Ich bin heiß. Ich will jetzt hier auch loslegen. So. Hallo, hallo. Michael Krogmann. Hallo. Ha? Hallo? Hallo. Hey, Krogi. Hey. Sehr gut. Hey. Hey, hey. So, ich habe jetzt, das Spiel läuft. Jetzt hoffe ich, dass ich reinkomme. Einladung hast du auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass es alles ein bisschen dauert. Du, das kannst du ja nichts für. Das ist ja Steffens Schuld. Darauf haben wir uns ja schon geeinigt. Genau, das ist ja meine Schuld. ja. Darf ich dir noch eine Frage stellen, Steffen? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt als Waldläufer hauptsächlich Richtung Bogen tendieren will, bringt mir dann Stärke irgendwas? Nein. Also zumindest insofern. Okay, also dann gehe ich wahrscheinlich auf den 10 neutralen Wert runter da, oder? Und pack das lieber in Geschicklichkeit. Ja, oder Geschicklichkeit ist dein Hauptwahl in dem Fall, genau. Okay, wunderbar. Und ich finde das auch so cool, als jemand, der hier regelmäßig Pen and Paper spielt, dass man wirklich die ganzen Aktionen auswürfelt. Ne? Also man hat ein W20 und dann gibt es eine Prüfung, die, wenn sie normal ist, bei 10 liegt. Das heißt, man muss höher kommen als 10. Die Wahrscheinlichkeit ist dann erstmal 50%. Und dann kommen halt noch Boni, die man ausspielen kann, oder auch passive Boni dazu, die das Würfelergebnis verbessern. Es gibt so Sachen wie, dass man dann mit 2 Würfeln würfeln darf und man bekommt das höhere Ergebnis angerechnet. Das gibt aber auch natürlich schwierigere Würfe, wo man auf einmal dann 15 hat. Das heißt, man muss 15 plus würfeln, dann ist die Chance auf einmal nur noch 25% für einen Erfolg. Und das wird natürlich beeinflusst dann auch durch die eigenen Charakterwerte. Ne? Wenn man da irgendwas hat, was einen Bonus gibt auf irgendeinen Wurf oder einige Dinge, kann man überhaupt erst ausspielen, wenn man bestimmte Charakterwerte hat. Und das fühlt sich wirklich an wie so ein Pen and Paper. Und es gibt im Spiel selbst dann auch eine Erzählerstimme, die dann so ein bisschen wie ein Spielleiter wirklich bei einem Pen and Paper Ender so durchführt, sodass das ganze Gefühl ist wirklich so krass. Ich habe hier wirklich ein Dungeons and Dragons Abenteuer. Ja, genau. Entschuldige, ich muss einmal dazwischen grätschen. Jetzt steht bei mir leider tatsächlich ein Fehler. Und zwar, die Verbindung sei bereits vorhanden. Und das war der Fehler, den wir auch hier die ganze Zeit hatten. Nee, das kann aber sein, sind wir hier noch eingeloggt mit deinem Account irgendwie? Das kann natürlich sein, das ist möglich. Dann loggen wir dich immer aus. Ist das. Ja, das ist Krogi, ja. Okay, pass auf. Wir loggen dich immer mal aus, genau. Kann sein, dass da. Keine Ahnung, aber wenn du in Steam reingekommen bist, jetzt. Ja, war ich. Aber Steffen, dann send mir bitte nochmal eine Einladung. Aber natürlich doch. Warum ist das, glaube ich, verwirkt? Genau, wir haben auch gesehen, dass andere Leute das Problem nicht haben, aber das ist gerade das, was wir haben, diese Fehlermeldung, die wir hier auch hatten, weswegen wir quasi nur zu zweit hier rein konnten. Aber Timo ist jetzt auf jeden Fall drin. Okay. Probier's nochmal, ansonsten haben wir es probiert. Ansonsten haben wir es probiert und dann müssen wir zu dritt. Ja, genau, bevor es jetzt ewig dauert. Ansonsten findet ihr Krogi bei Baldur's Gate auch in unserem fantastischen Beta-Let's Play, was sehr, sehr chaotisch war. Gucken wir, ob das heute anders wird. Spiel ist beigetreten, da bist du doch. Oh, nice. So, dann macht ihr mal flugs einen Charakter. Ich habe übrigens die ganze Zeit. Bist du Lucky 7, Krogi? Nein. Okay, nein. Dann ist jemand anders beigetreten. Nein. Bei mir stand wieder die gleiche Fehlermeldung tatsächlich. Lassen wir euch. Gut, dann fangen wir jetzt an. Ja, wir fangen jetzt an. Ja, alles klar. Okay, dann viel Spaß, ihr Lieben. Dankeschön. Jo, danke. Okay, let's danke go. Also, die Reise beginnt. Genau, alle bereit bitte. Auch Timo bitte einmal alles auf weiter unten. Ich muss mir hier noch gerade einen Wächter auswählen. Nimm irgendwas. Nimm irgendwas, ist egal. Ist egal. Wir wollen jetzt anfangen. Let's go. Wir fangen an. Privat spielen wir eh nochmal andere Charaktere. Das ist jetzt ein Wegwerfcharakter, die wir jetzt hier spielen. Na, jetzt nennen die nicht so. Vielleicht spielen wir einfach jede Woche, wenn das geil ist. Sein, ja. So. Jetzt war's, Timo. Ich bin bereit. Ihr seid, glaube ich, noch nicht bereit, oder? Nö, wir sind alle bereit. Ich bin bereit. Ja, bereit. Bei mir steht Warten auf andere Spieler. Bei mir auch. Vielleicht muss der dritte Slot, vielleicht hättest du einen Slot weniger machen müssen. Nee, oder? Ist das egal? Ist eigentlich egal, glaube ich, oder? Dann können wir jetzt nicht. Ach so. Ja? Oder steht bei dir, muss da irgendwo nee Knopf sein? Ich kann nur zurückmachen. Warten auf andere Spieler steht bei mir. Bereit? Ja, bei mir auch. Du bist auch bereit? Ich habe auch einen Haken unten links. Bei mir hat Nils noch keinen Haken. Aber bei mir steht auch bereit da oben. Was hä? Spielen?
Warte, dann gehe ich noch einmal. Geh mal zurück, genau. Geh mal einmal zurück und noch mal fortfahren. Fortfahren. Mhm, weiterziehen. Ist das auch ein Haken bei mir? Ich kann trotzdem nichts drücken. Ja, jetzt hast genau. Steffen, du hast jetzt noch keinen Haken. Okay, warte, ich mach nochmal. Fortfahren. Fortfahren. Weiterziehen. So, okay. Ah, ja, jetzt auch. Geht's. Okay, nice. Gucken Sie natürlich das Intro einmal an. Kein Spielsound, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist mein Ding. Deins ist, glaube ich, da drüben. Das ist meins, glaube ich. Und liebe Grüße gehen natürlich raus an Michael Kruckmann, der super schnell nach Hause gerast ist. Alles versucht hat, ja. Alles versucht hat, vielen Dank. Und jetzt nicht mitspielen darf. Der Arm, es tut mir etwas leid. Bin sehr gespannt auf den Multiplayer. Beste Steuerungspult aller Zeiten. Yes. Ja, episch auf jeden Fall. Ah, krieg ich direkt Gänsehaut. Ja, es ist einfach Soundtrack auch, der Soundtrack ist auch fantastisch. Man muss auch wirklich sagen, wie gesagt, ich habe die Beta jetzt mal gespielt und wir werden es gleich sehen. Es sieht noch mal deutlich besser aus. Thank you.
Da sind wir. Sehr schön. Oh. Guck mal eben kurz, ob ich meine Kamera mal ein bisschen hochstellen kann. Und da sind wir auch schon, wir drei. Timotheus. Hallo. Bolderbach und Jiwatski. Ich würde auch gleich sagen, dass Nils die Person ist, die auf jeden Fall die Gespräche macht, weil Nils hat besonders viel Charisma. Ja. Ich bin nur da, um zuzuhauen. Das will ich direkt einmal kurz sagen. Aber guckt euch das mal bitte an. Also das ist jetzt die ganz rangezoomte Stufe. Und dafür, dass das Spiel eigentlich ein isometrisches Rollenspiel ist, guckt euch diesen Detailgrad an. Es ist einfach unfassbar gut. Wir spielen natürlich auch auf Ultra, ne? Das ist vollkommen klar. Weil gerade im Chat gefragt wird, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur deutsche Untertitel, aber sehr, sehr viel, ich glaube, fast alle Gespräche sind tatsächlich auch vertont, was ich eine absolut abgefahrene Leistung finde. Das muss man einfach mal sagen. Genau, liebe Grüße gehen raus an Krogi, der wahrscheinlich jetzt privat spielt. Und Gamepad geht auch, wenn ihr wollt. Genau, Gamepad geht auch. Ah. Okay, ja, ganz schön eklig hier alles. Mhm. So, okay, ich habe meinen Gamma ein bisschen runtergesetzt. Ja, es ist wirklich sehr eklig. Das sind ja überall diese Stasis-Kammern, die wir gesperrt wurden. Wir wurden ja entführt irgendwie, ne, von diesem komischen Oktopodenmann. Ein Gedankenschinder. Ein Gedankenschinder und ich weiß doch noch, warte hier, es gab doch hier irgendwo so eine, die Möglichkeit, da ruft doch gleich einer, da ist ein Raum weiter, ne? Das kann sein. Ich würde sagen, wir können hier ein bisschen reingucken gerade mal, in das in der Mitte. Das sieht ja so gut aus einfach. Erstmal alles looten, ne? Genau, erstmal alles looten. In der Mitte kann man auch zu das Ding angucken. Ich glaube eh, dass, also ich würde mal sagen, Nils ist so ein bisschen unser Leader. Man kann mal die Sachen ein bisschen angucken. Okay. Was geil ist, wir können jetzt sozusagen bei dir in das Gespräch mit reinspringen, indem wir auf dich klicken. Ich kann jetzt hier den, ich kann Nachforschung machen, das Becken untersuchen, habe Intelligenz plus 1, kriegt dann Bonus, können wir direkt mal diesen Würfel zeigen. Hier ist mein plus 1 Bonus, 10 ist der Schwierigkeitsgrad, das heißt, Chance ist bei 50%. Dadurch, dass ich jetzt quasi diesen plus 1 noch habe, ist die Chance bei, was, 55% oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Und es hat genau einer gefehlt. Das hat leider nicht funktioniert, genau. Das ist ja, woher kenne ich das? Okay, wie im echten Leben. Ja, ist halt. So würde Hauk und du würdest du auch so reagieren. Ja. So, ich kann ja trotzdem noch mal reingrapschen. Und diese Pampe da. Wow! Kein Grund, alles in die Luft zu jagen. Es tut mir leid. Aber war hier nicht so ein Heilbecken? Da ist ein Heilbecken. Dieses, das war da hinten. Blaue Ding. Ja. Schnell heilen. Ich finde schön, dass einfach die gesamte Technologie von den Gedankenschirren auf Tentakeln basiert. Es ist einfach. wer hat das entwickelt? Alt könnt ihr euch auch Sachen anzeigen lassen, die am Boden liegen, aber das ist hier, glaube ich, noch nicht so ganz interessant. Ja, immer schön looten, ne? Auf jeden Fall. Los, auf Leute, wir sind die Loot Brothers. Wobei ich bin ja eine Sister. Hier, Goblin wird direkt weggenascht. Was habe ich da? Gold, gehört mir. Wir können ja sagen, dass ihr erstmal alles Gold bei mir lasst. Ich bin Schatzmeister. Natürlich, natürlich. Okay. Okay. Ach, das bist du da hinten? Ja, das ist. Und hier hört man schon etwas. We are trapped. Wollt ihr mitkommen? Oh. Fahr du erstmal. Wir kommen nach. Könnt ihr den runterholen? Ja. Ja, klar. Dann warte ich mal kurz, bis ihr oben seid. Jetzt reden wir hier mal mit dieser Person. Genau, Timo, du kannst jetzt gleich auf Nils Charakter draufklicken, dann kannst du zuhören in dem Gespräch. Ja. Ja. Und wir können sogar voten, was passieren soll. Glaube ich. Ah. Yes! You've come to save us from this place. From this place you'll free us. Oh, das macht, glaube ich, im Multiplayer einfach richtig Bock. Please. Before they return! They return. So, wie könnt ihr jetzt, wir können ja mal eben bei mir und dann können wir einmal zu dir springen. Ist da irgendein Unterschied? Für dich ist das ein Vote quasi, Steffen? Genau, wenn ich jetzt hier auf ihr, ich klinge der Anzug, wird dir angezeigt, dass ich dafür gevotet habe. Das will, dass Steffen das macht. Du kannst natürlich jetzt komplett was anderes machen. Ja, aber ich bin ja Demokrat aus Leidenschaft. Ja, gucken wir mal, wie lange noch. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Also, jetzt wollt ihr das Gehirn zerstören oder wollen wir
Ich bin natürlich mein Barbar. Ich will zerstören! Ja. Das kann nicht gut sein. Ich würde das eher in Ruhe lassen. Aber. From this body. From this case. Free us. So, okay. Entweder, jetzt gibt es nämlich hier einige Optionen. Pass auf. Erstmal nachforschen. Ich habe ja Intelligenz. Mhm. Was hatte ich jetzt gerade? 10 oder sowas? Plus 1. Dann Stärke bin ich nicht so gut. Und Geschicklichkeit könnte ich auch machen. Also das Gehirn behutsam rausnehmen. Oder es erstmal untersuchen. Oder es einfach komplett zerstören. Ja. Du willst es zerstören, ne? Ich will zerstören. Aber ich könnte es auch, den Schädel aufbrechen. Weil du in Character bist? Oder, weil ich in Character bin. Oder weil du weißt, was passiert. Nee, weil ich in Character bin. Gut, ich bin aber natürlich wissbegierig und forsche erstmal nach. Das ist dein Gespräch. Nee, ist unser Gespräch. So läuft das hier nicht. Ich hätte die Akte bereit. Oh nein. So kommst du nicht voran mit deinem Nachdenken. Ich bin die dümmste Magierin. Du bist ja auch eine Hexenmeisterin. Aus welcher Schule komme ich denn irgendwie? Okay, wollen wir es zerstören? Gut, wir zerstören es. Ja, weg damit. Schön mit den Händen am Arinda. Oh, einfach so. Oh Gott, ist das einfach rausgeruppt. Habe ich es jetzt zerpresst oder was? Ja, das ist so ein bisschen so. Ist aber auch gar nicht so lang, gar nicht so schwer. Ich hab's einfach komplett zermatscht. So, ich loote ihn jetzt, ne? Da ist nichts drin. Ja, du darfst ihn natürlich looten. Er hat nichts dabei. Was hab ich denn hier eigentlich für geile? Ich hab doch hier so geile. Ich hab einen Gegenstand angebracht und mein Barbar hat nur gesagt. Man kann ja auch alles kaputt machen, aber das ist, dann kommt da so Suppe raus. Ich weiß nicht, also es ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Aber ich habe bei mir, ich habe jetzt ja schon auch irgendwie 2 Stunden gespielt, was auf meinem YouTube-Kanal ist. Und da habe ich die Option gewählt, das Gehirn behutsam, also ich habe es erst untersucht und das hat geklappt. Und dann habe ich es behutsam rausgenommen. Und dann wachsen dem Gehirn so Beine. Und dann ist es halt irgendwie so eine Persönlichkeit. Gehirn auf Beinen einfach. Ja. Und dann wollte ich das Ding aber, so, da gibt es die Option, das Viech zu quälen einmal, um ihm klarzumachen, wer der Boss ist. So kann man ihm einmal wehtun und dann weiß der, okay, alles klar, mit dem lege ich mich nicht an. Ja, und der Wurf ist aber gescheitert und dann ist das Ding weggaloppiert und ich glaube, es kommt dann irgendwann wieder und greift einen an mit einem anderen Gehirn zusammen. Ich habe tatsächlich als in meinem privaten Durchlauf habe ich es als Patch dabei gehabt. Für eine gewisse Zeit. Ernsthaft? Oh geil. Das hätten wir auch haben können. Tja. Wir müssen auch immer alles looten. Guck mal, hier kommen die Drachen, die kämpfen. Wir fliegen ja noch, ne? Ja, wir fliegen noch, genau. Wir sind für alle Leute, die sich interessieren, für ein bisschen die D&D-Lore, wir sind an Avernus. Das ist eine Höllenebene der Spielwelt, in der wir uns befinden. Denn, Abomination. This is your end. Markige Worte. Oh, ich bin dran zu reden, okay. Throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh. My head. What is this? You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. Bist du das jetzt? Ja, das, ne? Bin das heißt, ich, ja. Ich darf jetzt. Kannst du mich voten? Hm? Ich vertraue dir da. Danke, Timo. Danke. Oh, jetzt sehen wir dich sogar. Schön. Was schlagt dir vor? Komm. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Dann kommen wir zu unserem ersten Kampf mit ein paar Teufeln. Geil. Sehr gut. So, wer hat Initiative? Ich habe Initiative. Wir haben, glaube ich, alle. Wir können alle gleichzeitig handeln. Du kannst mal anfangen. Ah, okay. Nee, also ich dachte, dass das Reihe nachgeht. Aber wir können es gleich. Ja, dann ist doch egal. Ich mache einen durchbohrenden Schlag, oder? Nee, warte, was ist mein. Nee, warte, was war das Geile? Dein schauriger Strahl ist deine Haupt. Schauriger Strahl. Angriff. Aber ich kann ja auch einen zum Lachen bringen. Kannst du auch versuchen, ja. Aber die sind wahrscheinlich zu dumm, oder? Ja, die sind nicht sonderlich schlau, glaube ich, ja. Kann man das. 65%? Nee, will ich nicht. Dann mache ich den schaurigen Strahl. Mhm. 95. Ich hau ihn weg! Bonds! 4 Schaden, aber das ist auch nicht so viel. Okay, ich kann jetzt nur ein bisschen abhauen und mich hinter euch
Ja, alle hinter mir. Ich nehme erstmal den geh ein paar Meter weg, ja. Achso, ich hab übrigens auch Kontrolle über unseren NPC. Sehr gut. Just so. Ah, ja. Hier geht man nach rechts. So ein Schenkelschuss macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil die können ja fliegen, ne? Ja, ich glaube, da verringerst du trotzdem ihre Bewegungsreichweite. Ah. Na, time to push my luck. Ja, dann machen wir das doch mal. Geil. Nice. Ich komme gar nicht irgendwo hin, glaube ich, um irgendjemanden zu töten. Dann spurte ich einmal und werde einmal, was ist denn spurten? Zack. Mit Spurten kann ich quasi meinen Angriff aufgeben, um dafür länger zu laufen oder weiter zu laufen. Und dann gehe ich direkt mal hier mit dem im Nahkampf, damit die nicht einfach zu euch latschen. Ah. Die erreichen uns gar nicht. Im Kampf raus brauche ich jetzt gar noch nicht. Jetzt kann er dir aber in den Rücken fallen, ne? Das ist okay für mich. Genau, wenn ihr fertig seid, einfach Zug beenden drücken, damit es. Ja, genau. Ja, greif mich an, da kommt! Los, alle auf den Drachen! Fehlschlag, das ist der super lame. Krass. Ja, gar nichts. So, ich hau mal, ja? Haben wir denn alle denselben Initiativewert oder warum sind wir immer jetzt parallel? Jetzt gerade schon, genau. In diesem ersten Kampf haben wir alle die gleiche Initiative. Lebt der noch? Der lebt noch, hat einen Lebenspunkt. Oh, jetzt kannst du abstauben, jetzt pust ihn um. Das ist für meinen Barbaren natürlich nichts. Ich will aber den anderen, den will ich haben, komm. Was? Ah, du, das ist einfach nur eine Enttäuschung. Erbärmlich, ja. Du bist eine Enttäuschung, Steffen. Tut mir leid. Ein Stückchen näher ran. Aber wir haben noch die andere hier, die kann auch noch schießen, glaube ich. Zack. Achso, ich habe ja gar nichts mehr. Lebt noch. Oh, boah, ist das genau, also hier in diesem Trainingskampf haben wir jetzt alle die das gleiche ist kein Initiative, Trainingskampf. Aber ansonsten wird das natürlich ausgewürfelt. Es geht um Leben und Tod! Ihr könnt dann Zug beenden, wenn ihr fertig seid. Und bitte. Dankeschön. Ja, komm, greif doch an! Zwei. Yeah. So, jetzt der gehört mir, Ist meiner. Okay, ich lasse ihn. Meine okay. Rache. So. Ich Maul! You proved surprisingly adequate in battle. Now, to the helm! Ja, also bevor ihr irgendwas machen, wird ihr natürlich gelootet. Ich wollte gerade sagen, ja. Also komm mir nicht mit. Ich hab einen Bogen, das ist. Obwohl, warte, wir können ja alle. Wir können alle theoretisch Fernkampfwaffen auch noch equippen, ne? In der Tat, genau. Bei dir macht es, glaube ich, halt wirklich absolut keinen Sinn, weil du einfach mit dem Zauber viel, viel besser bist. Aber für mich wäre es zum Beispiel spannend. Ich habe eine Armbrust tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, Timo, willst du lieber eine Armbrust oder lieber einen Bogen? Bisschen neidisch. Der ist nicht der. Tendenziell eher eine Armbrust. Ich habe auch, glaube ich, eine. Ich sag dir mal, welche ich habe. Dann kannst du dir eine aussuchen. Wir können auch gerne, das können wir auch noch mal zeigen. Es gibt doch hier dieses Tauschmenü, oder? Tab ist das. Hm? So. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine leichte Armbrust, 2-9 Schaden. Jo, die habe ich auch. Hm? Und hier sieht man auch übrigens, ob man mit dieser Waffe umgehen kann oder nicht. Ich kann zum Beispiel das Krummsäbel nicht ausrüsten. Ach, bei mir steht da jetzt 4-11 Schaden. Das ist, weil ich halt mit der Waffe besser umgehen kann, ne? Korrekt. Mhm. Ja, also wenn ihr möchtet. Schieb dir mal meine rüber, ich brauche meine nicht. Ich habe jetzt auch einmal eine ausgerüstet, jetzt hast du eine. Das ist ja exakt die gleiche, ne? Ja, das sind alles die gleichen Waffen, die wir am Anfang haben. Aber ich könnte sie theoretisch, ich kann sie auch nutzen. Und dann könnte ich jetzt auch eine Armbrustattacke machen. Und das ist ja dann, ja, Fernkampf mache ich 2-9. Ja, das ist sogar ähnlich effizient wie mein Magiestrahl. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das stimmt, aber ich glaube, dadurch, dass du nicht trainiert bist, triffst du schlechter. Nee, doch, ich bin aber trainiert. Ach, du bist trainiert, okay. Ja, dann ich bin nicht untrainiert, okay. Nee. Dann wär's okay. So, dann können wir ja eigentlich jetzt direkt weiter. Hier oben geht's lang, glaube ich, ja. Da ist noch eine Holde Maid. Boah, die hat ja viel Stuff dabei. Was? Ja, die hat 2 Schwerter. Also, es ist eine Sklavin mit 2 Schwertern. Die sieht, weiß ich, ob ihr die regulär gehören sollten. Warum kann ich nicht klettern nachher jetzt? Ja, wenn du das nicht geskillt hast, kannst du das nicht. Dann sehen wir uns später, ne? Wir müssen noch kurz würfeln, ob ich hier diese Gefäßreste hochklettern kann. Das Gefäßnetz. Ich habe gerade 2 Schwerter noch eingesammelt, wenn irgendwer. Warte, und zwar 2-7 Kurzschwert. Nee. 2-7 Kurzschwerter und 2-7 Krummsäbel, wenn da einer Interesse dran hat. Oder vielleicht der NPC. Oh, den Krummsäbel kannst du dem NPC geben, ja. Glaube ich. Nee, der hat eine bessere Waffe. Der hat ein Langschwert. Ja, okay, dann verkaufen wir das irgendwann bei einem Händler unserer Wahl. Und ich bleib bei 2-händigen Waffen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier habe ich nämlich. Ja, von wegen. Ich fasse mal alles gerne an. Großer roter Knopf hier, ne, den man drücken kann. Mhm. Ja, 3 große. Viele Knöpfe, ja. Oh. Oh nein. Was hast du gedrückt, Timo? Ich hab den Knopf in-game gedrückt, woraufhin ich einen Bluescreen auf meinem PC bekommen habe. Nein!
Das kann nicht wahr sein. Ach, schön. Versuch mal, ob du wieder joinen kannst. Ja, ich hätte nicht drücken sollen. Ja, währenddessen rede ich mal hier mit diesem... ich hätte zu. Oh, jetzt hast du zum Beispiel hier mit 3 könntest du... Ja. Dinge machen, die für deine Klasse quasi besonders sind. Oh, geil. Plus 3 sogar. Ja, also, geht doch. Läuft doch. Erfolg. Them drawing energy from the console near to the pod. Keep trying! There's got to be something that'll open this! Das Ding ist magisch mit der Konsole verbunden. Ja, ne? Das hab ich ja gerade rausgefunden. Soll ich draufschlagen? Ja. Auf die Konsole? Oder auf das Ding? Auf die Konsole? Okay. Das finde ich auch schon, man kann alles schlagen. Ich habe 0 Schaden gemacht. Dann versuchen wir uns das erstmal anzugucken. Sind wir das Ding geschlagen? Okay. Ah, hier ist so ein Dingens, Krabbelvieh. Die Glyphen auf das Gerät schreiben, die du von den Wächterruhen der Kapsel empfangen hast. Ah, okay. Jetzt hast du quasi was rausbekommen und kannst jetzt dafür was machen. Krass, Arcane Kunde, die einsatzbereite Konsole genauer betrachten. Okay, das ist gut, das muss ich wieder würfeln. Mhm. Sehr schön. Schön. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. You feel a hideous squirming in your head. Like a parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Aha. Jetzt hast du hier eine Fähigkeit, die heißt Illithide und dann Weisheit. Mhm. Das sind besondere Fähigkeiten, die damit zu tun haben, dass du einen Wurm im Kopf hast. Geil. Jetzt mache ich das. Für alle Leute, die sich jetzt fragen, hey, warum haben wir einen Wurm im Kopf? Im Intro des Spiels quasi, bevor man ins Hauptmenü kommt, sieht man, dass man so einen Wurm eingesetzt bekommt. Und das ist ein Problem, weshalb wir jetzt seltsame Fähigkeiten haben. Long. Ey, in meinem ersten Durchgang, den ich mal so einfach so impulsiv gespielt habe, habe ich die da nicht rausbekommen. Ja, passiert. Jetzt hast du einen Hexenmeister, der kennt sich jetzt mit so Arcane Kram. Aber das ist komplett anders, das ist faszinierend. Also ich finde es auch spannend, jetzt ein paar Quervergleiche zu ziehen. Mhm. Aber also das ist nicht so, dass das Spiel sagt, du kriegst die da immer raus. Sondern wenn du da irgendwie die Skills nicht hast, kriegst du sie nicht raus. Das ist korrekt. Das ist krass, okay. Bist du eigentlich wieder drin, Timo? Ja, ne? Hey, Freunde. Hey, ja, schön. Hi. Cool, dass es geklappt hat. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is... Ich finde, du hast einen sehr schicke Klamotten an jetzt. Because you have a gift with you. Oh ja. You keep dangerous company. Ach, ich bin da schon wieder. Mhm. Habt ihr ein Problem mit Schwarzke, habe ich gerade gelesen. Würde mich nicht wundern. Habt ihr das gerade gespürt? Wir waren im Geist des anderen. Du willst das? Okay. Ich gebe nur Hinweise. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ja, finde ich gut, oder? Ich bin Boulder-Boss. Ja. Ja. Shadowheart. One moment. Aha, noch ein Rubik's Cube dabei. Wichtig, für eine lange Reise braucht man das. Ja. Was ist das? It's nothing. Trust me, there's no time to spare. Lead the okay, die hat Hallo, du hast einen Rubik's Cube und das willst du uns nicht zeigen. Die hat ja, das ist ja super suspicious. Oh, jetzt sind wir zu fünft in der Gruppe. Okay. Geil. Dann können wir... Warte, hier, da geht's lang.
Ihr kriegt einer das Schloss hier auf? Auf gar keinen Fall. Ah, hier unser Ding hat doch Geschicklichkeit, oder? Unser Jäger? Achso. Du kannst mit der rechten Maus drauf gucken und dann müsste es was geben wie... Öffnen, verschlossen. Achso. Ah nee, ja, wir haben keinen Dietrich, deswegen geht's nicht. Wir haben kein dieses Werkzeug. Warte mal, kann das aber mitnehmen? Ich könnte es knacken, indem ich aufschlage. Ah, man kann es einfach mitnehmen. Ja, aber es ist sehr schwer, diese Kisten, aber kannst du mitnehmen, ja. Kein Problem. Ja, mir doch egal. Ich schnapp sie mir einfach. Ich meine, ich carry die ganze Gruppe, da kann ich auch noch eine Schachtel mitnehmen. Ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich, die Gegner skalieren nicht mit die Gruppengröße, aber ich glaube, wir sind auch nicht dauerhaft mit so vielen Leuten unterwegs. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kanyank. Mögen sie nicht. Nee, normale Gruppengröße ist 4 Leute. Die mögen sich irgendwie nicht, ne? Man sieht, kann man nicht auch hier irgendwo sehen, wie die zueinander stehen? Das weiß ich gar nicht. Ja, was brennt denn hier? Warum kriegen wir Schaden? Sorry, ich bin... Was? Komm, schnell nochmal zurück. Das ist was hast du getan, Timo? Hast du uns angezündet? Nein, da war Feuer und ich bin drüber gelaufen. Aber bin ich nicht feuerresistent? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ja, anscheinend schnell nicht. Schnell raus irgendwie. Ich mach hier mal die Tür auf. Ja. Ihr müsst alle mal hier rankommen und auch einmal Ja drücken. Ja. Let's go! Yeah. Ich finde ihn ja mega geil. Mega cool, ja. Vom Design her, ne? Also der andere war noch, der andere hatte doch noch die Fühler, also diese Fächer hinterm Kopf noch höher. Ja. Das sah noch geiler aus. So, jetzt haben wir 15 Runden Zeit, um zum Steuer zu gelangen und abzuhauen. Gibt es jetzt sowas wie Initiative oder ist das jetzt? Ja, jetzt haben wir Initiative. Zum Beispiel Schattenherz ist erst am Ende von uns dran. Aber wir sind immer gleichzeitig oder was? Nee, wir haben jetzt hier, guck mal, wir haben gewürfelt. Und wir drei sind damit tatsächlich gut gewürfelt, sind jetzt alle gleichzeitig dran. Okay. Aber die anderen nicht. Ich hau einfach mal diesen Elefantenbären hier weg, oder? Ich gehe erstmal in den Kampfrausch und würde mich dann dem linken Teufel mal zuwenden. So. Ja, wobei jetzt gehe ich auf den Bären, der ist, glaube ich, stärker. Bären? Ey, auf dieses Ding da, was ist das? Höllenschwein. Höllenschwein. Achso, das Höllenschwein. Das Höllenschwein ist schon fast tot. Ja. Kümmere ich mich nochmal um das Teufelchen hier. Stark. Pief, pief. Ich renne auch gleich mal weiter. Ich gehe auch nochmal, der ist ja schon hinüber, ne? Dann gehe ich auch nochmal ein paar Meter. Ja. Komm ich bis dahin? Ja. Und dann Runde beenden. Steuerst du die NPCs? Oder? Ich glaube, ich steuere die. Wobei Schattenherz gehört jetzt, glaube ich, zu jemand anderem. Ich habe auf jeden Fall hier Leise. Okay, ich habe gerade... Das Schattenherz, ne? Genau. Ja, genau. So. Was auch ganz gut passt, du kennst dich ja mit Klee. Bis wo kann die denn gehen, bis ich weiß, ob da kann sie keine Attacke mehr machen? Normal kannst du einfach bis zu dem roten Bereich laufen. Erst wenn du den Sportaktion einsetzt, dann kannst du keine Attacke mehr machen. Okay, guck mal, so läuft sie durchs Feuer. Sie ist leider sehr dumm. Ja, total. Und sie macht jetzt ein lenkendes Geschoss auf. Huch, ist der schon tot? Ich hab den ist gerade schon abgeschossen. Dann lass uns doch, denn ignorieren wir doch hier diese, also die beiden ignorieren wir natürlich jetzt. Den Hauptkampf da? Ja. Die sind auch sehr stark. Dann gehen wir einfach, warte mal, hat die noch Spurten? Kann die das noch machen? Ja, müsste die Aktion mit dem... Springen, da Spurten. Genau. Mhm. Musst du einmal drücken. Kann mal linke Maustaste einmal. Irgendwo hin. Jetzt hat er quasi Aktion aktiviert, jetzt kannst du weiterlaufen. Okay, dann macht sie jetzt noch, bis soweit sie halt kommt. Macht Sinn. Der... Teufel da hat auf jeden Fall, der Commander Salk, hat irgendwie 143 HP, die kriegen wir, glaube ich, nicht runter. So, die Hexe Bolderbach läuft einfach auch mal nach vorne. Hier ist ja auch gerade kein Gegner, ne? Wir können einfach sprinten. Können wir einfach sprinten. Ich sprint auch mal nach vorne. Oh, was ist das? Hier, Cutscene aktiviert. Jetzt kommen neue Gegner hier oben. Moment. Erstmal springen. Das war springen, ich habe Sprinten gelesen. Ja. Na gut, das wird öfter, keine Sorge. Kann ich den noch looten? Oder ja, geil, dann nehme ich doch so eine Perle einfach mit. Nimm alles mit, was du finden kannst. Und so ein Dolch. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen.
Nein, mein Kumpel, scheiße, ist mein Kampfrausch natürlich weg. Ich bin dumm. So, Schibatzki ist dran. Ja, hier, Laesel läuft einmal. Sie spurtet auch mal bis hier. Die ist ja immer so ein bisschen vorwitzig gewesen. Wir würden wahrscheinlich den Teufel auch wegkriegen, aber es dauert, glaube ich, zu lange einfach. Ja, wenn wir jetzt andere Aufgabe haben, dann lass uns doch erstmal diese erledigen, oder? Ja, sehe ich auch so. Ich nenne natürlich meinen Blitzodem. Nee, ist weit weg. Ich hau mal den ersten weg mit dem Schaurigen. Okay, dann sprinte ich mal nach hinten zu dem anderen. Ich habe aber nicht die Kraft, um mit einem Schlag jemanden platt zu machen. Das ist natürlich. Noch nicht, Nils. Das kommt alles nicht. Ich wünschte, ich wäre sehr viel stärker. Ich glaube, dein schauriger Schrei macht das so 1 bis 10 Schaden. Es kann sein, dass du einfach eine 1 würfelst und dann ist es natürlich nicht so prickelnd. Okay, so, dann hau ich die Sau einfach jetzt um. Ja, mach mit einem Hauptangriff. Kann ich auch mal einen Nahkampfangriff machen. Ich bin ja sehr vielseitig in meinen Attacken. das Höllenschwein lebt noch, okay. Aber ja, die lange, ne? Kriegen wir gleich weg. Ich nutze die Chance und loote. Ich habe nichts anderes erwartet. Perlen. So viel Zeit muss sein. Ja, komm her, komm her! Die beiden Alphas da unten, ey. Aufs Maul. Oh, ist das schon wieder die Hexe, Bolderbach? So. Macht's nochmal normaler, macht 4 bis 15. Ja, komm, drauf da. Zack, weg ist er. Ist hier noch jemand? Nö. Nee. Ich drück mal, ja? Ja. Push the button. Es ist eindeutig das Steuer, diese 17 Tentakel. Aber es muss ja, also sie hat auch gar keine, also wie kontrolliert man, wohin er fliegt, ne? Indem du die unterschiedlichen Tentakel verbindest, so, vielleicht? Ah. Oh, du bist von deinen Kollegen, du bist ja auch ein Drache. Entschuldigung. Entschuldigung. Onkel Herbert. Aber man muss da dran zupfeln, ne? Ja, yeah, genau. Hat sie jetzt gezupfelt? Es hat es ein bisschen bewegt durch den Flammenstrahl. Das reicht anscheinend. Ach so, okay. Das war die Kupplung mitgeschrieben. Halt dich fest. Ah, ne, jetzt. Ah, ne, jetzt. Sie erst. Noch. Los, Steffen, zieh dich hoch. Komm schon. Komm schon. Ja, erst durch die Berührung wird es aktiviert. Ne? Zu Recht. Ja, es ist ein bisschen. Es ist crazy auf jeden Fall der Anfang, muss ich wirklich sagen. Der ist, also selbst für D&D-Verhältnisse ist der crazy. Mhm. Das ist das Baldur's Gate hier auf diesen Artworks? Teilweise ja, aber ich glaube, auf die wir gar nicht gesehen haben, nicht. Das immer wieder. So ein geiles Schiff einfach. Das ist mega, ja. Was ist das? Ein Komet? Krass, ich find's eigentlich nicht schlecht, ne? Mhm. Sie freut sich ein bisschen drüber. Das tut mir leid für dich, Steffen, dass du richtig einen Platz bekommen hast. Der tut doch weh. Zum Glück hast du so dicke, schuppige Haut. Stimmt. Ja. Wer rettet dich? Ich? Das hättest du wohl gerne. Irgendwas hat dich gerettet. Du musst doch selbst gerettet werden. Ich glaube, so eine Armbrust auf dem Rücken kann dann auch noch mal mehr wehtun, wenn man auf selbigen knallt. Oh ja, das tut weh. Eieiei, oder so eine Axt. The tadpole squirms in your skull.
Erstmal abklopfen. Schon, wir haben jetzt quasi jeder von uns selbst unsere eigene Unterhaltung. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Genau. Unser erstes Quest, finde ein Heilmittel für die seltsame kleine Schabe, die wir im Kopf haben, die uns der Gedankenschind eingesetzt hat. Und unsere beiden Begleiterinnen sind auch nicht mehr da. Boah, sieht so geil aus. Guck dir mal diesen riesen Tentakel an. Das ist wirklich so, ist so wundervoll. Es sieht so gut aus. Hammer. Ja, wollen wir noch mal in den in das Wrack reingucken? Klar. Und schauen, was sich da für uns noch. Und es gibt ja auch hier übrigens Sachen zu looten. Also greift mit vollen Händen zu. Hier liegt jemand. Ah, hier ist Schattenherz. Ernsthaft? Mhm. Liegt direkt vor dir. Ah. Ja, Nils, sprichst du, oder? Ah, ja. Nils macht das. Ist sie tot oder schläft sie nur den Schlaf? Und was ist mit ihrem Rubik's Cube? Sie hat ihn nie gelöst. Sie starb, ohne ihn jemals gelöst zu haben. Achso, ich muss sie aufwecken, nach dem Artefakt greifen. Oh, ernsthaft? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wollen auch den Rubik's Cube lösen. Okay, ihr wollt es. Das ist natürlich sehr unhöflich. Wahrscheinlich wird sie dabei erwachen und uns direkt in Flagranti erwischen. Ah! Hä, was? Wir haben nichts getan. Oh. Wir wollten nur noch ihre Hand. Nein, Puls checken. Ah, wie war das nicht? I'm alive, yes. Thank you for the concern. Gern, gar kein Problem. And speaking of, how are we alive? Na, I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Was ist unsere Gift-Freundin geworden, finde ich eine gute. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Okay. Ja, wir sollten zusammenbleiben. Ja, ich mache mich besser auf den Weg. Vielen Dank. Ja, wir bleiben zusammen, oder? Ja, nee, erstmal das, okay. No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. Das stimmt. Ja, komm. We need each other. Wir brauchen eine Klerikerin, die heilen kann. Aber kann sie? Ja, kann sie. Stimmt, kann irgendjemand von uns heilen? Nein. One thing. Just before we go. Brauchen wir das? Nein. I wanted to thank you. Geht schon. For freeing me. Bitte schön. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Du hast sie ja nicht befreit aus dem Pod in deiner privaten Session, Nils, ne? Ja, das ist... Lag sie trotzdem hier? Kleiner Spoiler. Ich weiß es nicht, weil ich habe sie ja nicht so gut sehen können da in ihrem Mechern. Deswegen habe ich sie vielleicht gar nicht erkannt, sondern einfach nur gelootet. Das würde... Aber passt, weiß ich, muss ich mir selber nochmal angucken. ich werde mir das heute Abend nochmal das YouTube-Video ansehen. Bevor wir weitergehen, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir noch mal eine ganz kleine... Rucksack. Also den Rucksack kannst du noch aufnehmen. Und einen Hut. Da! Hut. Da ist der Hexenhut. Sehr gut, den kannst du brauchen. Den Hux, dann zieht Nils noch kurz den Hexenhut auf. Wie geil bin ich. Wir zeigen das natürlich noch mal kurz. Zeig mal deinen Hexenhut, Nils. Zoom mal ein bisschen ran an deinen Charakter. Da, Hexenball. Der ist mega gut. Wow. Passt gut zu deinen Klamotten, muss Dankeschön, man sagen. Dankeschön, Mann. Passt gut zu deinen Klamotten. Der sieht aus wie Colin. Guck mal, der sieht aus wie Colin hier. Stimmt, Timo. Timo, lieb Colin. Das ist ja ein bisschen obsessiv. Soll ich ihn mal anrufen und ihm das mal sagen, dass du dir einen Charakter... Okay, magst du Schlager? Und, Das war... Ich weiß nicht. Das war aus Versehen, Timo. Eindeutig Colin. Oder? Ja, jetzt sehe ich es auch. Also, shit. Na gut. So, Entschuldigung, du wolltest gerade eine Pause machen. Ihr könnt euch da draußen jetzt überlegen, ob das wirklich Colin Gable ist oder vielleicht doch jemand anders. Vielleicht auch einer der anderen Gables, wer weiß. Und googelt das mal. Wir machen eine ganz kurze Pause und gleich wieder für euch da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Löffelmesser Gable. Die Angst ist mit. Wir haben uns wieder umgeguckt in den Supermärkten der Nation und für euch ganz tolle... Hallo?
Hallo, Captain Penninger! Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf Zattoo.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Da sind wir wieder. Baldur's Gate 3 zusammen mit Nils. Und Steffen und Timo und digital. Timo ist auch da. Hallo. Liebe gehen nochmal raus an Krogi. Da ist Timo. Ihr seht ihn sogar. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt gerade reingestartet in unsere kleine Gruppe, die wir hier nochmal sehen können. Wir spielen Baldur's Gate 3, die Story im Koop-Modus. Wir haben gerade uns aus einem aus der Entführung befreit, von einem Gedankenschinder, aus einem alienartigen Tentakel-Flugraum-Dimensionsschiff. Und sind abgestürzt, wurden gerettet in irgendeiner Form vor dem sicheren Tod, ich zumindest, wahrscheinlich durch dich. Es sah so aus, als wenn eine fremde Macht unseren Sturz gebremst hätte, aber das ist zu diesem Zeitpunkt nicht seriös zu beantworten. Während ihr redet, gehe ich einfach mal zu diesem Beutel und nehme mir diesen Heiltrank. Diesen Heiltrank daraus. Ihr wollt euch, ich sehe schon, ihr wollt euch unterhalten, ihr wollt nicht looten, ich habe es mehrfach gesagt, Leute, holt euch den Loot, es ist für jeden was da. Dieser Händler hier. Nils lootet noch einmal schön hier durch. Und eine Laute bekommen. Bleib mir nicht so dicht. Ich loote auch noch mal ein bisschen. Halt im Abstand hier, Schattenherz. Und tatsächlich wurde auch gerade im Chat gefragt, was passiert eigentlich, wenn man nicht Koop spielen kann. Dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, weitere Begleiter mit in die Party zu holen. Man hat dann eine Begleiter von vier Personen in der Regel. Und man lernt ganz viele verschiedene Leute kennen, unter anderem diese fantastische Schattenherz, die wir schon kennengelernt haben. Und natürlich aber noch ganz viele andere Personen. Aber bevor wir jetzt gleich in wahrscheinlich den nächsten Kampf hineinstolpern, ich sehe es bei Nils schon, dass sich da gerade schon was bewegt hat. Hallo, komm, ganz kurzen Getränk, ja? Ganz kurzes Getränk noch, nur ganz kurz. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. Ich habe eine kurze Frage, Timo. Warum hast du eine Gitarre dabei? Bist du nicht Jäger? Sollst du nicht einen Bogen oder so dabei haben? Warum hast du eine Gitarre dabei? Oder eine Laute? Naja, du, ich bin auch in einer Band. Also wir machen so Indie, so ein bisschen Indie. Bart. Indie-Bart? Ich kann... Oh. Oh. Ups. Na gut. Es kann sein, dass ich es war. Ist nicht schlimm, ich verzeihe dir. Ich wollte nämlich gerade aus Spaß Timo einmal angreifen. Ernst? Aber naja. Mich? Wow. Ach so. Timo, fang nochmal an. Du bist gerade als erster dran in unserer Reihenfolge hier. Ach schön. Du hast die höchste Initiative. Ja. Du bist gerade nochmal meinem Schlag entkommen. Ja, wir können natürlich gern darüber reden, dass ich dir das Ding verkauf später. Mein Charakter hast nichts mehr als Indie-Rock. Das musst du wissen über meinen Background. Oh, der war ein richtig krasser Treffer. Alter, was? Ich hab nicht mitbekommen. Das war richtig krass. Dann haben wir jetzt hier bei Nils Schattenherz. Die Hexe Bolderbach macht jetzt mal ordentlich Krach und lässt den Pfeil aus den Händen. Nein, ey, warte mal, ist das... Das ist Schattenherz. Ich bin ja gar nicht Bolderbach. Nee, Schattenherz ist dran. Na gut, dann darf sie das machen. Das war ein bisschen Overkill, aber okay. Ja, ich hätte wirklich den anderen nehmen sollen. Ja, wahrscheinlich. Weiß man vorher nicht, ne? Okay, aber sie kann jetzt noch ein Stück entgegengehen. Soll sie doch, mir doch egal. Sie ist entbehrlich. Das ist die richtige Einstellung zu Gefährten. Sie sind entbehrlich. jetzt kommt endlich dran, die Hexe Bolderbach. So, pass auf, die nähert sich so ein bisschen, kommt so in den Flankierungsbereich rein. Sie könnte auch hier oben hingehen. Da kriegt man ja einen Bonus, ne? Einen Höhenbonus. Genau. Wenn du Fernkampf machst, kriegst du einen Höhenbonus, wenn du draufstehst. So, und jetzt hau ich ihr mal so richtig den schaurigen Strahl um die Ohren. Och, come on, 4 nur! Naja. Ich mach die ganze Zeit nur so Label-Attacken. Aber hilft Höhe auch bei Magie? Ja, hat man gerade gesehen. Dadurch hat Nils quasi 95% Trefferwahrscheinlichkeit gehabt. Wo will der denn hin? Der will wahrscheinlich zu dir. Ich halt den mal auf, ja? Ich mach das mal. Das wäre sehr lieb von dir. Ich komme da nicht hin, der ist zu weit weg. Moment, ich habe noch keinen Sturmangriff leider.
Mach erstmal den Kampfrausch, komm. Erstmal Kampfrausch. Kampfrausch! Und dann machen wir das doch einmal folgendermaßen. Das, der ist noch stark, ne? Blitzatem! Toll, 2 Schaden. Das war so mittel. Naja. Gut. Jetzt haben wir wieder Timo. Okay. Wow. Ist das nur noch der eine Gegner? Ja, ne? Dann, nee, 2. Nee, einer ist noch bei Schattenherz und einer ist direkt vor mir. Also Schattenherz ist hier eingekreist von 2 Hirnen. Aber. Ach so, stimmt. Ja, ich komme auf jeden Fall auch nochmal hoch. Schön einmal hier. Wow. Nicht schlecht. Aber der Schlag. Hit noch? Den einen hätte er da auch noch mitnehmen können. Jetzt ist erstmal hier Schattenherz an der Reihe. Ne? Ist, ja. Schattenherz wird natürlich jetzt diesen anderen Heini da mal richtig wegwämsen. Was hat sie denn überhaupt noch? Den Feuerpfeil? Aber das Ding. Das verbraucht halt immer einen Zauberpfeil. Das, ne? Zauber? Okay, nee, dann nehmen wir natürlich jetzt einen Feuerpfeil in der Hoffnung, dass das mal ein richtig schöner. Ignitz! Was? Sie ist nur eine Klerikerin, sie kann nicht so gut, ist nicht so gut im Kämpfen. Kann sie noch irgendwas, kann sie doch eine Aktion, nein, kann sie nicht, ne? Sie kann den Stoß. Du hast eine Bonusaktion, hast du noch, genau, sowas wie Stoßen ist eine Bonusaktion, du hast dann noch einen Heilzauber und einen Schildzauber. Der ist, glaube ich, auch eine Bonusaktion, kostet aber auch einen Zauberplatz. Kostet auch einen Zauberplatz, nee, das wollen wir nicht. Das kann sie nicht, dann haut sie mal, sie geht ein bisschen weg, sie ist ja eher so im. Ja, pass auf, wenn du jetzt von dem Gegner weggehst, kriegt der einen kostenlosen Schlag. Das wollte ich nur zeigen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Na, denn, also, dass ihr das einmal gesehen habt. Scheiße, die ist ja fast. Kann sie jetzt noch abhauen? Jetzt kann sie abhauen, jetzt kann sie abhauen, ja. Kriegt nicht nur einen, ne? Kriegt nur einen Schlag ab, doch. Darfst nur nicht an dem anderen vorbeilaufen jetzt. Oh ja, stimmt, sie ist ja fast da, tot. So läuft sie nicht an dem vorbei, oder? Nee, sonst würde da so ein roter Pfeil kommen beim anderen Gegner. Schnell weg, weil sie ist vielleicht tot, das wollen wir nicht. Sie ist auch unsere Heilerin. Ja, eben mal echt. Okay, die ist fertig. Wer ist dran? Die Gegner sind dran. Ja, komm zu mir, komm zu mir! Ah, die Hexe-Bolderbart. Die haut jetzt hier den. Ey, das muss doch mal ein bisschen besser werden hier, oder? Du kannst bis zu 10 Schaden machen. Also ich mach nur 4. Ich hab bis jetzt jedes Mal 4 gemacht. Na schon. 5 ist mehr als 4. Das ist erstaunlicherweise richtig. Nee, aber nicht. Ihr kommt hier, ey! Ja, kann doch nichts. Guck mal. Die sind echt stark, ne? Die sind hart schon. Das ist ein relativ starker Gegner für den Anfang, das auf jeden Fall. Egal. Ist egal. Komm, weg mit dem. So, schön Level up. Stark. Nur für dich? Nee, für uns alle, glaube ich, oder? Nee. Also, ihr habt, glaube ich, auch gerade. Nee. Nee? Ich glaube auch. Wir gucken gleich mal. Oder? Nee, habe ich nicht. Ja. Bist du doch hier irgendwo stehen? Ich glaube, es wird erst hinterher angezeigt, nach dem Kampf. Ach so. Weil du es vorher eh nicht machen kannst. Jetzt ist. Ja, mach's kurz. Ja, easy. Ja, wir haben alle Level. Hammer. Dann lass uns doch mal das Level abzeigen. Nils, willst du anfangen? Ja, gerne. So, Stufenaufstieg. Da ist sie mit ihrem coolen Hut. Du kriegst sogar ein paar Sachen. Geil. Also, erstmal finde ich das sehr großzügig, dass ich jetzt direkt 7 Lebenspunkte dazu bekomme. Hexenmeister Zauberplatz. Kannst du so einmal öfter einen normalen Zauber wirken? Mhm. Einen Zauber erhalten. Den kannst du gleich auswählen. Und wenn du jetzt oben links diese Liste durchgehst, kannst du jetzt gleich oben sehen. Du kannst jetzt einen neuen Zauber lernen. Mhm. Kannst ja auch so einen weg. Arme von Hadar. Verhindere, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Mhm. Person bezaubern. Ich habe kein Heil, wie ich zur Auswahl sehe ich das hier. Nee, heilen kannst du nicht in der Regel. Okay. Also lass uns mal was machen, was jetzt auch vielleicht nicht so das Gleiche ist. Mhm. Okay, ich kann den verzaubern. Das finde ich jetzt ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Aber warte mal, das hatte ich davon auch schon mal zur Auswahl. Ah, nee. Ich kann sie verängstigen. Und sie kann sich nicht bewegen. Und kriegt Schaden. Sogar ziemlich viel Schaden. Das ist geil. Das gefällt mir ganz gut. Rascher Rückzug. Och, braucht man sowas? Nein. Musst du dich zurückziehen von deinem Kampf? Nein, sowas mache ich nicht. Höllischer Tadel. Reagiere auf den nächsten Angreifer mit Flammen, die 2 bis 20 Feuerschaden bewirken. Der ist gut. Der ist ziemlich gut. Vor allem ist das keine Aktion, sondern eine Reaktion. Das heißt, du reagierst auf etwas, was den Gegner tut. Aber ist das dann passiv immer aktiv oder musst du das am Ende der Runde ausspielen? Wenn du angegriffen wirst, kriegst du ein Auswahlmenü und dann sagt der, willst du es einsetzen oder nicht? Dann kannst du sagen, jo, will ich einsetzen. Das ist geil. Okay, Schutz vor Gut und Böse. Okay, da kann ich euch schützen. Mhm. Will ich aber nicht.
den Hexenpfeil. 1 bis 12 Blitzschaden. Auch nicht schlecht. Kostet aber einen Zauberplatz. Das okay. Gute beim Hexenpfeil ist, du kannst den jede Runde wieder wirken und dann aber kostenlos. Das ist ziemlich stark. Wie jetzt? Aber nur im selben Kampf. Genau, im selben Kampf, ja. Aber ich habe ja schon so einen Entfernungszauber. Der ist zwar ein bisschen geiler, aber... Der hier ist ein bisschen besser, aber musst du wissen. Ja, der ist ja trotzdem sehr ähnlich. Dann finde ich ja das ganz geil hier mit Feuerschaden, der ist, angegriffen der ist werde. Gut, ja. Den will ich. Und jetzt kriegst du deine schaurigen Anrufungen. Das sind jetzt deine Hexenmeisterverbesserungen. Die findest du oben links auch in dem nächsten Tab sozusagen. Also quasi dann... Genau. Und jetzt kannst du nämlich deinen Strahl verbessern, dein Dingens. Da kannst du mal gucken. Zum Beispiel der qualvolle Strahl. Wo sind wir denn da? So, und dann kriegst du nämlich, je mehr Charisma du hast, machst du mehr Schaden mit dem schaurigen Strahl. Alter, das ist ja richtig und geil. Und dann fängt nämlich der Hexenmeister an, Spaß zu machen. Okay, jetzt macht der absolut Spaß. Du kannst Magierrüstung auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Okay, das finde ich gut. Tiersprache. Verführerischer Einfluss. Du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatrons und bist enttäuschen und überzeugen geübt. Auch nicht schlecht. Teufelssicht. 24 Meter im Dunkeln sehen, kann auch nicht schlecht sein. Du kannst falsches Leben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Was ist das? 7 gewährte, 7 temporäre Trefferpunkte, okay. Die hast du quasi, solange das hält. Selbstverkleidung wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Maske der vielen Gesichter, das ist ja geil. Mit den Schatten verschmelzen. Ha! Oh! Ist auch alles gut. Wenn du eine schauriger Strahl triffst, kannst du sie bis zu 4... Alter, das ist ja geil. Und Dieb der 5, das ist ja alles geil. Ja, jetzt hab ich schon Bock, einen Hexmeister zu spielen. Scheiße. Okay, zurückdrängender Strahl. Ja, hast du 2 ausgewählt, genau. Geil! Du könntest jetzt auch noch einen anderen Zauber ersetzen, den du bereits gelernt hast. Wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ja. Dann kannst du auch mal auf Ändern drücken. Und dann. Aber sehe ich hier die Option? Ja, okay. Nee, wir lassen das. Gut, dann kannst du einfach annehmen klicken. Ihr müsst das ja auch noch machen. Ja. Aber das ist ja geil, das ist ja super mächtig. Der Hexenmeister, du hast halt wenig Zauberslots, du kriegst aber sehr, sehr viele Zauber, die du kostenlos geben kannst dann irgendwann. Das ist richtig geil. Ja, yeah, Mann. Hab richtig Bock. Bei mir ist es relativ simpel. Ich krieg einfach nur mehr Lebenspunkte, mehr Lebenspunkte. Ich bekomme Klassenmerk bei Sinn für Gefahr. Das bedeutet, ich bin bei Geschicklichkeitsrettungswürfen gegen Fallen, Zauber und Oberflächen im Vorteil. Mhm. Und die Aktion Rücksichtsloser Angriff, das ist quasi meine Spezialfähigkeit als Berserker. Ich kann angreifen, krieg dann Vorteil. Das heißt, ich würfel 2-mal und darf das bessere Ergebnis nehmen. Mhm. Alle Gegner sind gegen mich aber auch im Vorteil. Das heißt, sie treffen mich besser. Mhm. Und bei Timo können wir jetzt, glaube ich, nicht reingucken, was er genau kann. Genau, wir können nicht reingucken, aber ich mach's kurz. Ja. Auch Gesundheit erhöht, ich kann jetzt 2 Zauber auswählen. Ich würde einmal Wunden heilen nehmen, damit wenigstens einer von uns heilen kann. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, fesselnder Schlag, weil das ist auch eine Fernkampfattacke und damit kann ich jemand fesseln. Das wird bestimmt auch ganz gut sein. Und dann kann ich noch einen Kampfstil auswählen, das wird natürlich Bogenschießen bei mir. Ja, und wir können hier, unser Schattenherz kann auch noch aufleveln, Nils, die gehört ja zu dir. Wo bist du denn, Schatz? Die sehen sich so ähnlich. Oh, die muss dringend mal geheilt werden. Schattenherz hat auch einen Stufenaufstieg. Okay. Genau, das ist, glaube ich... Ah, hier, Heilung. Guck mal. Genau, du kannst jetzt einen von den Stufe 1 Zaubern unten wegnehmen und einen Stufe 2 Zauber dazu nehmen. Ah, nee, sie ist alles vorbereitet. Nee, passt schon. Sie hat Heilzauber vorbereitet. Das ist super. Sollen wir das einfach so lassen jetzt dann? Oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Und ist sie automatisch geheilt, wenn sie ein Level up? Nicht ein bisschen zumindest. Halb ist sie jetzt. Aber hier sind doch überall diese kleinen... Soll ich sie denn noch heilen jetzt? Ja, heil sie doch mal. Du hast jetzt eine Heilfähigkeit. Ne? Nur wenn das kein Zauberslot, weil hier gibt es doch bestimmt auch wieder diese Dinger überall, oder? Nee, es gibt hier wenig Möglichkeiten, sich nochmal natürlich zu heilen tatsächlich. Das ist dann nicht mehr so einfach. Wir haben aber die Möglichkeit zu rasten und beim Rasten können wir auch heilen. Aber okay, ja, dann heile ich sie jetzt auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, das reicht. Wollen sie auch nicht übertreiben. Sie kann sich auch selber heilen, aber das kostet einen Zauberplatz. Ja. Gut, dann Bolderbach ist... looten, Leute, ne? Alle müssen auch immer so ein bisschen looten. Was hier? Könnt es nicht mir überlassen. Ich habe mich in einen Stuhl gesetzt. Da sitzt er. Oh, ich habe hier ein Rapier mit 4 bis 11 Schaden. Oh, das ist eine Truhe. Da jemand der Reste dran. Oh, ich habe ein Öl der Präzision. Bezieht eine Waffe damit, um einen Bonus für Angriffswürfe mit erengelten Waffen zu erlauben. Nehme ich. Sehr gut. So, braucht irgendwer. Ne, Dolch habe ich selbst. Aber der ist. Stachelige Knolle. Braucht irgendwer noch ein Kurzschwert? Ne, da hatte ich euch schon gefragt. Ich brauche 2 Handwaffen, alles andere ist mir relativ egal. Okay. Gut, dann. Da oben ist noch eine Holde Maid.
Nee, das ist ein toter Gedanken, Johnny. Den können wir auch noch mal kurz... War man da schon? Der hat doch schon. Nee, hat nicht. Ja, warum kann ich so einen Nautiloidentrank hier anschießen? Weil so. Der explodiert und dann kommen Sachen raus. Also jetzt können wir im Prinzip... Oh. Da raus ist das Nordosten. Mhm. Wollen wir das machen? Können wir machen. Das wäre hier quasi, ne? Wo das Licht herkommt. Ja, die Karte dreht so komisch. Achso, nee, jetzt. Ach nee, das ist Feuer. Warte, wir können auch da hinten hinlaufen. Ja, ich komm zu dir. Komm zu dir. Mir egal, wir können auch weiter hier rein. Das fällt uns alles auch wieder raus. Das ist eigentlich egal, ne? Wir können auch erstmal weiter hier drinnen rumhängen. Ja, komm, mir egal. Wo bin ich denn jetzt hin? Hier sind wir quasi reingekommen, ne? Das war da eigentlich. Gelaufen. Ah. Ja, dann lass doch mal. Da oben ging es nicht weiter, wo du gerade herkamst, Steffen. Nicht? Ist der Ende? Ach so, ich weiß es nicht. Ich habe nicht geguckt. Okay, doch, da geht mal kurz auf Nils warten, nicht, dass wir hier... Ich komme. Ja. Doch, hier geht's weiter, okay. Ich sprinte. Regelrecht. Die Hexe Bolderbach ist unterwegs. Das Spiel hat leichten Bezug zu Teil 1 und Teil 2, aber man muss Teil 1 und Teil 2 nicht gespielt haben, um mit Baldur's Gate 3 Spaß zu haben, aber man kann kleine Hinweise auf den ersten und zweiten Teil finden. Das Spiel spielt 100 Jahre nach dem Ende des zweiten Teils. Ein verletzter Mindflayer. Soll ich das machen mit Charisma oder... Oh Gott, ich bin hier durch irgendwas Du hast durch Feuer durchgelatscht. Au! Shit! Es passiert schneller, als man denkt. Ja. Hier liegt er. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. Ah, das ist der mit der coolen Rüstung. Here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Nee, auf keinen Fall. Yes, you feel hate. You deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Oh, okay. Oh, hast du Intelligenz? Nee, das ist ein bisschen, ne? Ja, könnte. Also ich habe auf jeden Fall. Kann er nicht helfen. Ja, plus eins immerhin. Ja, sehr gut. Nice. Oh, cool. Your mind's fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Ha ha ha. Oh Gott, dich dem Gefühl hingeben, vorbeugen wie zu einem Kuss? Na, na, die Weisheit kommt sowas von. Ja, genau, Timo. Ja, du kannst, warte. Das schon gerne okay. Sehen. Machen wir gleich. Schattenherz hat einen Zauber, mit dem sie Bonus geben kann, auf dem Würfelwurf. Ah. Während des Dialogs kann man das an... Achso, da ist es unten links. Zeig dir gleich. Ja. The monster lies exhausted, defeated. No. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ja, brauchen wir Gnade? Ja, ne? Wir machen schon Gnade. Ja. Oh. Das war deine Gnade? Ja. Der Stiefel der Gnade? Der Stiefel der Gnade. Gnade. So. Ich bin Luther. Lootest du? Loot ihn. Ein Trank dabei. Sehr gut. Hätte er ihn dann nehmen können, ne? Ein Mana-Trank immer nur, glaube ich. Also ein anderer Trank. Hier geht's, glaube ich, raus wieder. Ja, hier oben sind wir so auf einer Art Anhöhe. Ja, es gibt verschiedene. Hier liegen Tote. Oh, da steht jemand. Wo steht jemand? Ah, guck mal hier. I need some help. Warte mal auf euch. Bin hinter dir. Hallo. Dass wir auch zu viert ankommen, dass der hier nicht denkt, irgendwie. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Wartet ihr, oder? Ich warte. Gut. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Whoa.
Aber du hast ja keine Stärke. Aber Geschicklichkeit. Aber Geschicklichkeit, ja. So, jetzt bevor du würfelst, Nils, ja, geh mal unten auf Bonus hinzufügen. Dann kriegst du nämlich von, wenn du da draufklickst, ja, von der fantastischen Kollegin einen W4 und es kostet keinen Zauberslot. Wow. Göttliche Führung. Yes! Huiuiuiui. Huiuiui. Er weiß schon, dass wir zu viert sind, ne? I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Er ist nützlich. Ich hab nichts mit euch gemacht, noch nicht. You'll talk. Ich folge Timo. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Das ist der Wurm. Mach das mal. The worm? Mhm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Na, was wollt ihr? Ja, doch. I'm out schon ein bisschen frech. Flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. Jetzt Vampirzähne. Ja, vorstellen. Valduria. Ach, ihr seid beide. Du willst nur nicken, aber naja, du bist aber auch ein bisschen. So? Was bin ich? Wortkarg. Naja. So, do you know anything about these worms? Nee, nichts drück, drück ich einfach. Hm? Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Also, kontrollieren, loslösen, ihr solltet mit uns, mir reisen, gemeinsam haben wir bessere Chancen. Wie viele Leute können wir denn mitnehmen? Wir sind schon zu viert. Ja, die bleiben dann im Lager, in der Regel. Also du kannst sie trotzdem mitnehmen, die sind dann nur im Lager, du kannst sie nochmal austauschen, wenn du Lust hast. Ah ja, okay, aber wenn ich jetzt das dritte nehme, ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen, ist er auch schon rekrutiert? Ich glaube ja. Hm? Weil, wen wollen wir denn mitnehmen? Also die andere kann doch jetzt heilen, ne? Ja, das ist schon sehr hilfreich. Er ist halt ein Schurke, das heißt, er kann Schlösser knacken. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nur das Problem. Man hat immer, hat nie genug Platz für alle coolen Leute in der Party. Also Timo kann heilen, ne? Genau, ich glaube, bisher kommen wir ganz gut zurecht. Ja. I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Der weiß, wo unser Lager ist und läuft direkt dahin, macht sich das bequem. Sehr schön, dann haben wir wieder einen für die Party rekrutiert. Im Chat kam gerade die Frage, wie das im Koop mit den Dialogen funktioniert. Jede Person kann Dialoge starten und die anderen Personen können zuhören und auf die verschiedenen Dialogoptionen voten. Aber nur derjenige, der das Gespräch angefangen hat, darf auch die Entscheidung treffen. Warum bin ich so vereist? Du bist, das ist deine, die göttliche Führung. Ah, ich bin die göttliche Führung. So, schau, okay, wir können den Weg hier einfach theoretisch erstmal lang gehen. Ne? Hier kommen wir wieder nach unten. Ich sehe da Loot liegen. Ich sehe Loot. Ich rieche Loot. Ich rieche Loot. Ja, lootet, Freunde, lootet alles, was ihr seht. Hier ist ein Diebeswerkzeug für dich, Timo, wahrscheinlich am besten, weil du hast ja ein bisschen Geschicklichkeit, glaube ich. Und hier ist auch eine verschlossene Truhe. Ja, dann kannst du die mal aufmachen. Schloss knacken. Kannst du jetzt Schlösser knacken? Hm? Mit dem Kit zusammen kann ich das machen. Dann kann ich dir doch mal diese Schachtel da geben. Oder nicht? Stimmt, ich kann es einfach auf den Boden stellen, ja, die hast du im Inventar. Kann ich die nicht so rüber? Das geht auch, ja. Reichen? Wo ist sie denn? Da. Habt ihr mal die Schachtel ins Inventory gelegt?
Aber auch die Probe hat er geschafft, der gute Timo. Nicht schlecht. Gar kein Problem. Und ja, man kann einfach alle Kisten mitnehmen. Ja, das geht. Oh, da ist ein Lederhelm drin. Leichte Rüstung. Mm, sehr schön. Brauche ich nicht. Brauche keine Rüstung. Das ist echt schön. Ja, Nils, du wahrscheinlich am ehesten. Ich habe einen Hut auf, ne? Aber gib ihn doch mal der Freundin. Stimmt, die kann das, glaube ich, gebrauchen. Schattenherz, ja. Ich habe sie mal gegeben. Ich weiß nicht, ob du das noch aufsetzen musst. Oh, sie hat so ein Diadem auf. Bringt das irgendeinen Bonus? Wenn da nichts steht, dann nicht. Ne? Nö. Geschicklichkeit plus eins. Okay, mein Helm bringt mir gar nichts, aber sie darf das jetzt mal wegen an. Der Helm sieht, also die Dings, die. Der Hut sieht cooler aus. Ja, der Hut sieht mega gut aus. Ja, deswegen darf sie mehr Geschicklichkeit haben. Jetzt machst du noch die Kiste in deinem Inventar auf, oder was? Genau, okay. Knack ich mal kurz. Schwierigkeit 10. Fehlgeschlagen. Oh. Ich glaub, du kannst das Diebeswerkzeug opfern und dafür das nochmal versuchen, glaube ich. Oh, aber will ich das? Musst du wissen. Dann nicht? Nee. Nee? Ich hab es tatsächlich einfach nicht mehr. Dann sind wir hier jetzt einmal im Kreis gelaufen. Du willst doch nur das für dich behalten. Die Kiste? Ach so. Nein, die ist nicht mehr da. Nein. Nee, also ich würde es natürlich sehr gerne machen, aber ich habe das Dietrich-Set nicht mehr. Ach so, okay. Ah. Nö, die Kiste, die habe ich nicht aufbekommen. Die ist dabei kaputt gegangen. Aber spielen wir Dungeons und Dietrichs. Wer ist dieser Dietrich? Und warum ist er in meinem Dungeon? So, oh, guck mal, hier ist eine Tür. Ah, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, okay. Nee, schon. Nee, warte mal. Das ist doch neu hier. Nein, ich möchte kein Diadem tragen. Zerfleischter Fischer. Oh, der Fisch und irgendwas anderes. Tote Fischerin. Hoffentlich nicht Helene. Ha! Ja, wir haben ja auch einen Schnellreizpunkt entdeckt. Oh, hier ist ein Fischeimer auch und alles. Ein Seil und eine Zange. Seil nehme ich mal mit, das klingt. Nahrungsmittel sind auf jeden Fall immer hilfreich. Die können wir nämlich später benutzen, um in unserem Lager zu. Ich lebe dich. Da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen und wieder, bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldur's Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es noch ohne den Rest. Verspätet dich nicht. In Liebe, deine Anna. Oh. Ich habe ein Seemannslied gefunden. Und wir rudern, die Gischt spricht ins Gesicht. Und wir rudern, die Gischt, die stört uns nicht. Und wir rudern das Meer zu unseren Füßen. Und Umwelle beruhigt den Sturm. Wellen, Mutter, oh trage unseren Bug. Wellen, Mutter, wir fahren auf dir hin. Wir sind des Wassers Flug. Wellen, Mucker, versend uns, wenn du willst. Wellen, Mutter, auf das unsere Schädel mit Schlack und Sand du füllst. Sehen, lichten Leben los, den Wind, den bringst. Umwelle alleine bloß. Wir warten gerne Jahr und Tag, bis die Wellen bringen mal. Hohe, sie führt die See. Hohe, sie führt die See. Wow. Da würde ich gerne ein Indie-Rock-Cover draus machen. Absolut. So ein Shanty-Song. Also ja. Das würdest du es nochmal singen? Also einfach nur, weil es so schön war, einfach alles. Ich habe das Buch jetzt leider schon wieder da liegen lassen. Ah, ärgerlich. Ja. Oh, was ist das? Eine Zange? Ja, ich nehme erstmal alles mit. Wir müssen irgendwann mal so gucken, wer was diese Laute nicht kann. Benutzen, ne? Das kann wahrscheinlich nur der Bard. Das ist als Barde wahrscheinlich sinnvoller, ja. So, was ist hier? Kannst du die aufknacken? Nee, ne? Ich kann sie mit meiner Axt aufknacken. Mach mal. Ich kann sie nicht mit meiner Axt aufknacken. Soll ich vielleicht? Ich habe zufälligerweise gerade noch ein Dietrich-Set gefunden. Oh, zufällig. Nice. Ist es aus einer Kiste gefallen? Aus Dietrich? Tatsächlich ja. So. Eieiei, nee. Was, denk dran, du kriegst den Bonus unten noch von Schattenherz, ne? Ja, aber eine 20. Du kannst unten auf Bonus. Versuch's mal, du kannst auf Bonus klicken. Ich meine. Das ist ja kein Schaden. Aber ich habe hier nur Bonus insgesamt. Ich sehe da nicht Bonus hinzufügen. Noch. Nee, okay, dann kann sie die dir nicht geben gerade anscheinend. Vielleicht hat sie keinen Zauberslot mehr oder so. Kann nicht sein. Aber haben wir nicht noch einen Schlüssel vorhin irgendwo gefunden? Habe ich nicht einen Schlüssel gefunden? Also ich habe keinen. Ich habe einen Schlüsselbund. Ja, das ist der Standard. Da kommen quasi deine Schlüssel rein, die du findest. Schlüssel. Ah, okay, schade. Vielleicht haben wir keinen Schlüssel. Ja, ich kann aber jetzt zumindest die Truhe nochmal probieren, weil jetzt habe ich ja nochmal ein Diebeswerkzeug. Ja. Mhm. Ist wahrscheinlich einfacher. So. Oh. Ach Mensch, Timo. Timo, du bist wirklich kein guter Dietrich. Nee. Oh Mann. Schade, dass man den Wurf nicht eingeblendet sieht, den er macht. Stimmt, das wäre nochmal schön, ja. Wenn man da nochmal zugucken könnte.
Aber auch hart, dass dieses Werkzeug dann einfach weg ist. Ja. Im Singleplayer dachte ich eigentlich, dass es nicht sofort verschwindet. Aber naja, wer weiß. Okay, wir müssen hoch. Hier ist so ein, in der Wand ist so ein alter Siegelkreis. Das ist ein Schnellreisepunkt. Ah, da. Ah. Gut. Hilfe. Da, ja. Okay. Sehr gut, aber da brauchen wir erstmal noch einen Konter-Gegenpart, ne? Genau. Oh, dann man kann eigene Markierungen auf der Karte erstellen, das wusste ich gar nicht. Das ist ja mega. Ich hab da mal eine gemacht gerade. Sehr gut. Wieder durch das alte stinkende Wrack. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht irgendwelche Feuer laufen. Stimmt. So wie ich gerade eben einfach mal gedrückt habe und dann habe ich gebrannt. Hier ist auch wieder Lava. Da passe ich besser auf diesmal. Da muss man schon manuell dran vorbeilaufen, ne? Ja, es kommt schon. Nach rechts müssen wir jetzt, glaube ich. Wir müssen nach rechts. Ja. Genau. Warte ich mal auf euch. Okay, nicht durchs Feuer. Hier ist noch ein Siegelkreis, der aber irgendwie anders ist. Oh. Ein alter Siegelkreis. Dead goblins over there. Worth checking for. Goblins over there. Approach the sigil on the stone. Aber wo? Ach so, tote Goblins. Das ist erstmal ein Gespräch hier. Ja? Oh. Ist nicht wunderst, dass wir hier einfach rumstehen. Ach so, das Siegel berühren? Ja, komm. Ja, komm, rauf, ranpacken. Das kann ja schon passieren. A hand? Anyone? Ja, der wirkt ja erstmal freundlich. Hexenmeister Charisma. Das sind immer gute Optionen, glaube ich, wenn man die Klasse benutzen kann. Plus 3 hast du? Ja, also eine 4 muss ich mindestens würfeln. Das sollte, da brauche ich auch keinen Bonus. Ja, easy, komm. Stark. Erfolg. Mir gefällt die Hexenmeisterin sehr. Die ist mega gut. Gut, die richtig gute Klasse. Quick little pull should do the trick. Und das ist auch schön, mit dir zu spielen, insbesondere Steffen, weil du so viel mir noch erklären kannst. Und ich da jetzt dann auch wieder ein bisschen was lerne. Ja, es ist tatsächlich so, dass man sich ein bisschen reinarbeiten muss. Ja. Es gibt ein paar Klassen, die wirklich schwer sind, die wirklich schwerer zu spielen, wie zum Beispiel Druiden oder eben Hexenmeister. Aber auch andere Klassen sind relativ einfach zu spielen, sowas wie ein Barbar zum Beispiel. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Yes. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Ja, vergiss es. Sorry. Erst rette ich ihn da und dann töte ich ihn direkt. Ich trau ihn nicht. Was? Dann gehe ich nur darauf, dass auch ihr einer recht unangenehmen okularen Penetration ausgesetzt wart. Okay. Das klingt komisch. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Ah, sie greift ein. No finde ich doubt, gut. Mm-hmm. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ich wollte euch selber. Mein Schutzpatron hat mir viele Gaben geschenkt, aber Larvenextraktion gehört nicht dazu. Okay, ich kann uns nicht befreien. We've established few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ja, zumindest sympathischer wie der letzte. Nehmen wir auch, oder? Ja, nehmen alle mit, komm. Oh. Warum sollten wir jemanden ausschließen? Wir können ja dann auswählen. Ja, genau, wir können schön mitreisen. Ja, unser Gepäck.
Yeah. I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Das ist mal ein Versprechen. Was ich sehr gut finde, ne, das sind ja alles die Begleiter, die man quasi auch im Singleplayer dann in eine Party packen kann. Mhm. Die haben alle sehr coole Charaktere, sind alle sehr unterschiedlich und haben auch, können sich teilweise gegenseitig nicht leiden, mögen sich besonders sehr, haben alle besondere interessante Elemente in ihrer Hintergrundgeschichte, die noch wichtig werden. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht so super viel gespielt, aber ich habe schon ein paar coole Elemente gesehen, auch ein paar Dinge, wie zum Beispiel ne, von Schattenherz, die dieses Item sind sehr interessant. Ich habe. Ach komm, jetzt können wir sie mal fragen, was haltet ihr für ein cooles Artefakt, das ihr jetzt habt? Ah, stimmt. No story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Okay, das ist ja interessant. Man kann die richtig so. Ist ein bisschen schnippisch, finde ich, ehrlich gesagt. Das erinnert mich so ein bisschen an Dragon Age. Da hat man ja auch immer so seine Begleiter, die man auswählen kann. Ne? Und dann konnte man auch dann so mit denen sprechen und Ein bisschen dann die Geschichten von denen anhören. Und die Begleiter im Lager leveln auch mit, ja. Ich glaube schon. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Das wird wahrscheinlich jetzt wieder eine schnippische Antwort. Not the kind of company I'd keep willingly. But all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Ja, das ist jetzt gut, dass wir das finde ich auch revanchiert. Ja. Gut, dann. Ja, genug geredet. Ich will wieder schlagen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob mein Charakter die Stimme, ob das die Yennefer von Vengerberg ist. Oh, ich will schließlich. Ich hätte wieder springen. Springen! Ihr müsst springen! Springen müsst ihr! Seid nicht so närrisch wie ich! Oh, nee. So, wir können jetzt mal eine kurze Rast einlegen. Gehen wir unten auf das kleine, weiß ich gar nicht, was wir machen. Eine kurze Rast hält uns nämlich, ohne dass wir Zauberslots verbrauchen und wir manche Fähigkeiten werden damit wieder aufgeladen. Und so sind wir wieder ein bisschen geheilt. Gut, dass die Rast war hier, ne? Genau, ich habe gerade schon gemacht. Und davon hat man zwei von den kurzen Rasten hatten wir, genau. Wir sind schon alle geheilt, alles gut, ich habe die Gast genutzt. Ach so. Und, Das heißt, quasi wieder danach muss man dann eine lange Rast wieder. Genau, lange Rast ist quasi ein Tag beenden, wenn man so möchte. Ja, lange Rast. Frank Langerast. Oh, schaut hier. Das ist etwas für dich. Ich buddel nicht. Mach mir die Hände nicht. Hier ist eine Schaufel und ich. Mach das. Los. Keine Aktion möglich? Nicht erreichbar? Achso, er buddelt schon. Okay. Oh. Ich hab was gefunden. Ich mach es auf. Ist mir ein Diebeswerkzeug. Ich schieb dir das rüber, Tim. Oh ja. Vielen Dank. Schön. Die hat nicht mal Danke für diese Haube gesagt, die ich ihr geschenkt habe, die ich von Timo geschenkt bekommen habe, aber das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Oh, hier ist ein Kampf auf jeden Fall im Norden. Ja, dann lass uns doch da hingehen. Welche Richtung? Links oder geradeaus? Links, links, ne? Ja, da. Komm, die alle mit nach vorne, ja, ne? Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! Das sind die Goblins, die haben wir eben gesehen, als unser Fliegegefährt abgestürzt ist. Haben sich die Goblins ja versammelt. Ja. Ah, stimmt. Es regt mich ja so auf, dass der die Tür nicht aufmacht. Und da ist schon Heini hier. Ja, jetzt mach das doch auf. Gar kein Problem. Tja. Was auch immer deren Motive jetzt sind. Vielleicht sind die einer jahrhundertealten Feindschaft mit denen und haben gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Provoke the blade. And suffer it sting. Okay, der ist auch cool. So, Initiative hat jetzt als erstes Timo. Timo! Timo. Was mache ich? Und wir kommen sehr viel später. Oh ja. Gott. Wow. Krass. Oder wird das jedes Mal ausgewürfelt? Oder ist das? Ja, genau. Wird mit dem Geschicklichkeitsmodifikator gewürfelt. Die stehen natürlich auch extrem gut da oben, ne? Die können, die müssen wir eigentlich mal runterholen, die hier oben stehen, oder? Ja. Die sind, glaube ich, gefährlich. Soll ich da hochschießen? Kannst du auch hochgehen. 50%. Ja. Oder du schießt so. Ja, im Nahkampf bin ich leider ziemlich
Useless. Vielleicht bleibe ich erstmal hier und mache erstmal da vorne so ein bisschen Schaden. Das auch, ja. Einen Schritt nach vorne. Und vielleicht könnt ihr dann hochgehen. Ja, oder ich gehe da hoch gleich. Gar kein Problem. Das sieht aus wie ein Job für einen Nahkämpfer. Ich bin da hinten immer noch im Nachteil. So, weil es so weit weg ist. Ja, das wird schon reichen. Ja, 9 Schaden, Alter. Machst gut Schaden. Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du ja auch deinen verbesserten schaurigen Strahl. Ja, ich freue mich richtig. Wird besser werden. Ich freue mich richtig. Wir sind auch dabei. Aber die haben auch so einen riesen Typen, guck. Oh, was war das? Hab ich nicht gesehen. Jetzt könntest du deine Reaktion benutzen, um demjenigen Schaden zu machen. Es kostet dich aber einen Zauberslot. Boah, wo bin ich denn? Du bist unten bei uns und du hast gerade einen Pfeil abbekommen. Ja, ey, da, guck mal hier! Mitten im Treffer. Ja, da reagiere ich doch sowas von. Bam! Boah! Brenner! Der Zauber ist so krass, der ist so geil. So, my turn. Ich schnapp mir gleich mal hier den. Warum ich denn nur 65? Das ist ja richtig schlecht. Okay, ich mach erstmal Kampfrausch. So, dann renne ich mal hier hoch. Und jetzt kann ich meinen Rücksichtslosen Angriff. Ich mag das im Multiplayer, das ist echt cool. Zack. Und schon habe ich 88 statt 65% Trefferchance. Oh, okay. Bam! Your face. Stark. Dann haben wir auch hier die oben schon erledigt. Du hast hier noch ja noch Hammer. Fall. Genau. Dann will ich da in meinem nächsten Zug auch mal hochgehen. So. Unser Kollege. Der fängt an. Oh, wen? Hat er geärgert. Er hat eingefettet unsere Umgebung da. Dass, wenn du dich jetzt bewegst, dann kannst du, dass du hinfällst. Okay. Schön. Ja, im Chat wird es auch gerade geschrieben, im Koop ist es auch so ein bisschen wie ein kleines grafisches Pen and Paper, das stimmt, ja. Die Hexe Boilerbach ist als Letzte dran, das ist ja eine Unverschämtheit. Oh, das ist auch ein Varg. Das ist ein Varg. Varg ist echt! Ein Vork. Entschuldigung. Vork. So, jetzt bist du dran mit Schattenherz als erstes. Okay, Schattenherz. Wow, die. Was ist ihr Problem? Ach so, wegen Fett. Aber kann die da raufspringen vielleicht? Das könnte sein. Sie ist im schwierigen Gelände, das heißt, die ist langsamer auf jeden Fall. Vielleicht kannst du versuchen, rauszuspringen. Das ist oben links das Ding. Das ist Springen? Ja. Aber hier ist auch noch Fett, ne? Auf dem Stein da. So, aufpassen. Bis wo ist hier Fett? Bis zu dem Stein. Hier hast du gerade gepinkt, Timo, hast du? Mit Alt und rechte Maustaste. Ist das hier quasi. Okay, bis wo kann ich denn. Wow! Okay. Aus dem Stand. Nice. Ey. Jetzt könnte sie das. Was hat sie noch? Ein Feuerpfeil. Trifft sie dann? Oh, guck mal, das könnte sie sogar machen. Ich nix. Oh, Mist. Das war nix. Mehr darf sie nicht. Dann kommt so, jetzt die Hexe Boilerbach. Die Hexe Boilerbach. Pass auf, dass du bist noch im Fett, ne? Ja. Aber ich könnte ja auch jumpen. Ja, Jump ist keine Aktion, sondern eine Bonusaktion, also könntest du tatsächlich einfach jumpen. Und jetzt, könnte ich jetzt noch gehen? Ja, du kannst dich noch bewegen. Und dann schießen noch, ne? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Alter, hier. Komm schon, das muss doch jetzt 70. Geiler sein. Komm. Nein! Buh! Verdammt. Buh! Schade. So, Timo ist wieder dran. Let's go. Mach mal was. Zeig mal was. Tja, spring ich da jetzt hoch? Komm ich da hin? So. Vorsicht, Vorsicht. Was? Aber das. Oh, du stapfst durch den Fettteppich. Aber warum ist er denn nicht gesprungen? Ich wollte eigentlich, dass er springt. Was macht er denn? Du hast wahrscheinlich einfach nicht ausgewählt. Oh, aber der Rettungswurf ist gelungen. Kannst du einfach Y drücken, dann wählst du es auch aus der Aktion. Die Rettungsaktion. Z. Achso, amerikanische Aber Tastatur. Ich habe natürlich durch die Aktion jetzt keine Bewegungssachen mehr. Aber kein Problem, ich kann doch erstmal von hier unten ein bisschen. Du hast doch sowieso hier gar keine Probleme aktuell. Dann ballerst du doch eh alle weg. Nee, absolut. So, zack hier. Sehr gut.
Tatendrang. Ganz schön viele Fehlschläge. Oh Mann. Schon wieder. Ja, die sind nicht so gute Kämpfer. Ey, mein Freund. Sag mal, trifft dir irgendjemand? So. Ich sprinte mal eine Runde. Ich muss ja Schaden bekommen, damit ich meinen Dingens behalte, meinen Kampfrausch. Ich sprinte einfach mit rein. Ah! So, die sollen gleich mal angreifen. Bitte greif mich an, ich kann sie schubsen. Ja, hier mal, schubs mal. Das ist einfach nur demütigend, ne? Ja, das ist das Beste. Der ist sehr schön. Der ist auch hinüber. Oh, war gut der Schlachtruf. Greif doch mich bitte an! Mann! Okay, also wir können jetzt erstmal theoretisch bis da oben gehen. Und dann können wir von hier mal so einen schönen Feuerpfeil in den. Wer lebt denn hier noch? Der ist auch. Na, der macht 65% noch. Na, immerhin. Ah, immerhin. Ignite. Und ich könnte jetzt theoretisch noch, aber das kostet einen Zauberplatz, das will ich nicht. Dann bleibe ich hier stehen. Und die Hexe Boldabach muss echt aufpassen, dass die nicht zu viel Schaden nimmt. Der hat nur noch zwei. Alter. Nee, warte mal, das bist ja du. Das bin ich, wollte gerade sagen. Den hier gibt's noch. Aha. Da rechts gibt's auch noch den, den ich weggestoßen habe. Ja, 75%. Der hat ja richtig viel. Warte mal, der hat ja keinen. Ja, aber ich kann den ja komplett platt machen. Der ist aber, kann mir gefährlich werden. Mhm. Tatsächlich. Aber ich mach den Wag platt, dann kannst du dich auf den konzentrieren, okay. Ja? Klingt gut. Ich bin ja, glaube ich, auch nächste Runde vor dem dran. 20 Schaden! Alter, siehst du, jetzt beginnt nämlich, ja, den Schaden zu kriegen. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Ja. Ich würde aber trotzdem mal gucken, dass ich mich noch für alle Fälle mal nach oben. Ich darf mich ja noch bewegen. Ja. Darf ich nochmal abhaue. Also, da oben, das ist, verringert ja die Gefahr, dass er mich trifft, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Und der muss ja erstmal hochkommen, wenn er einen Nahkampf mit dir will. Ja, aber der konnte ja auch werfen. So, Timo, jetzt aber mal richtig springen, bitte. Jetzt probieren wir es nochmal. So. Ich glaube, wenn man auf so einer Fettfläche springen will, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ausrutscht, auch relativ hoch. Eigentlich ja. Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ich habe den Zauberer, den haben wir schon erledigt, der es gemacht hat, ne? Ja. So, wen darf ich hier noch abschießen? Wer ist denn. Ja, der da, dieser. Achso, es ist ja nur noch. Der Grottenschrat und zack, Krug ist noch da. Mhm. Ja, ich mache jetzt mal den Grottenschrat, der ist ein bisschen näher. Stark. Ja, nicht schlecht. Okay. Die hauen auch nicht rein. Sehr gut. Komm zu mir. Ja, komm zu mir. Yes, hat Schaden gemacht. Warum wolltest du das jetzt unbedingt? Erklär mal. Weil jetzt um meinen Kampfrausch beizubehalten, muss ich Schaden machen oder Schaden bekommen. Mhm. Letzte Runde bin ich ja nur hingelaufen, hat deswegen keinen Schaden machen. Deswegen musste ich jetzt, bis ich dran bin, Schaden bekommen. Was gibt dir da für einen Bonus, der Kampfrausch? Ich kann stärker angreifen, mach mehr Schaden und ich habe temporäre Rüstung, Lebenspunkte. Ah. Also ich habe jetzt quasi Schaden bekommen, aber ich habe 8 temporäre Trefferpunkte. Das heißt, mein normaler Trefferpunkt ist gar nicht passiert. Verstehe. Und jetzt wird zurückgeschlagen. Bam! Krass. Hab ich noch was? Ich kann ihn noch schubsen. Er hat noch 2 Lebenspunkte, oh Mann. Schubst ihn um, das sollte doch genügen. Das war schon schön weggetreten. Und hinterher. So, er. Alter, der okay. Klaut er mir meinen Kill, ich fass es nicht. Absolute Frechheit, absolute Frechheit. So, Nils. So, jetzt ist erstmal. Wobei, die sind gleichwertig. Stimmt, ne? Kannst du ja aussuchen, wer zuerst will. Ich könnte sagen, die Hexe Boldabach will nochmal hier. Die geht nochmal näher ran. Und jetzt macht die mal so. Treffe ich jetzt den? 65%ige Wahrscheinlichkeit. Ja, Kong, weggesniped. Gar kein Problem. Inside, all of you, more may follow. Open the gate! Da hat er aber Glück, dass jetzt alle überlebt haben. Loot, loot, loot. Alle looten. Das ist eine Zweihandwaffe? Nee, ist eine Handwaffe. Langweilig.
Ich bin inspiriert. Warum bin ich inspiriert? Mhm. Inspirieren ist quasi eine. Damit kann man Würfel wiederholen. Ah. Zumindest hier okay. Im Spiel normalerweise nicht. Oh, ich habe Handschuhe der Macht. Das klingt gut. Bei Nahkampftreffern bewirkst du möglicherweise einen Malus von 1d4 auf die Angriffe. Das ist, glaube ich, was für mich. Ich bin der Einzige, der im Nahkampf angreift. Ja, ja, stimmt. Oh, ich habe hier einen Topfdeckel. Ein Deckel ohne Topf. Okay, ich dachte, das sah aus wie ein mächtiges Schild, aber. Oh, ein Topfdeckel. Ein Stachelschild. Ich habe ja jetzt, also ich kann noch mal die Truhe probieren zu öffnen. Ja, ne? Mach doch. Ja, so langsam müssen wir die mal aufkriegen, glaube ich. Oh, das ist ein Wurfspeer, den kann man auch looten. Will den einer von euch? Nee, mach nicht. Ich will lieber, was in dieser Truhe ist. Ich räusch mir gar nicht als Linda. Hast du es geschafft? Flair, ne? Oh, Problem, geil. 19. Wahrscheinlich ist drin irgendwas, was nicht so geil ist. Man kann das sogar hier sehen dann, glaube ich, oder? So, jetzt müsste ich das ja öffnen können. Da ist Onyx drin. Was ist denn Onyx? Onyx. Oh. Ja, kannst du besser Onyx als gar nichts. Ne. Ich habe hier auch, kann man das eigentlich sortieren, das Inventory in den? Doch, irgendwie ging das. Ich glaube, ich habe nichts, was euch irgendwie was bringen würde. Ich habe jetzt diese ganzen Goblin-Bögen. Ja. Wo ich könnte der Schattenherz auch so einen Goblinbogen andrehen. Ich weiß gar nicht, kann die damit arbeiten, oder? Nee, aber ich habe für die einen Morgenstern. Der hat 4 bis 11 statt 2 bis 7 Schaden. Doch, die kann das. Kann damit arbeiten, ja. Ich meine, sie ist einfach nur für die Optik, ne? Sie hat ja andere, bessere. Ich habe ihr mal ins Inventar diesen Morgenstern gepackt. Den kannst du ihr mal geben. Der ist, glaube ich, besser als das, was sie hat. Den Streitkolben. Null? Nee, sie ist nicht geübt damit. Ach so, aha. Das bezieht sich doch immer dann auf den, wo der auch liegt im Inventory. Ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, es bezieht sich jetzt auf dich. Du bist mit dem Dolch, ja. Mhm. Sie müssen eigentlich damit geübt sein. Das ist die gleiche Waffenklasse, Morgenstern und Knüppel. Aber der ist doch schlechter. Oder hat der irgendeinen. Ach so, warte mal, der hat noch irgendeinen Effekt. Hey, wieso macht denn der nur 0 bis. Also, das zeigt er nur für dich an, weil du kannst mal. Wähl doch mal links Schattenherz aus, dann müsste es eigentlich gehen. Jetzt guck mal den Morgenstern an. Ja, jetzt ist er besser. Genau. Okay. Ich würde sagen, liebe Leute, bevor wir jetzt noch weitergehen und tiefer hier in Baldur's Gate 3 eintauchen, machen wir noch einen winzigen Spot und sind dann gleich wieder für euch. Geil, geil. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Wir sind wieder da. Baldur's Gate 3. Let's go. Baldur's Gate. Baldur geht. Weiter geht's. Geht er denn, der Baldur? ja gut, dann gehen wir mal in die Festgold rein, oder? Ja, gehen wir rein. Kann man das irgendwie, das dann irgendwann verkaufen alles? Ja, oder? Das, wir finden das, natürlich Händler. Wir sammeln das jetzt alles ein, ja, ne? So, rein in die gute Stube hier. Wir haben jetzt uns richtig verdient gemacht um Smaragdhain. Dafür wollen wir aber auch bezahlt werden. Ihr habt sie zu unserer Tür geführt, ja. Mit wem wollt ihr sprechen? Mit Bart, mit Remira oder mit Aradin? Also der Lockenkopf sieht auf jeden Fall dumm aus. Bei mir ist auch gerade ein Gespräch tatsächlich. Bei dir ist schon ein Gespräch? Achso, okay. Das bekomme ich gar nicht angezeigt. Ja, du kannst ja bei mir auf das Ohr klicken. Hammer. Wir sind in unser Leben gerannt. Lockenkopf sieht dumm aus, finde ich. Deswegen mag ich ihn nicht. Was wählt ihr? Dürft voten. Ich sage das. Ja, die sollen alle mal chillen. Ah, okay, gut. Tell that to the dead at the gate. Ist überhaupt jemand von uns gestorben? Halt echt, es ist niemand von uns gestorben. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Das gefällt mir sehr gut. Und da ich das Barbar bin, kann ich sogar mit Vorteil würfeln. Das heißt, wir würfeln jetzt mit 2 würfeln und darf den besseren nehmen. Ja, easy, kein Problem. Wie du auch so groß bist einfach so, ne? Man sieht dich gar nicht mehr, deinen ganzen Kopf und so nicht mehr. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Na, die Goblins, die hergelaufen sind, alle tot. Mhm. Also,
Ja, halt echt, das hätte man, finde ich. Ey, ich fühle mich ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht gewertschätzt hier, was wir gemacht haben. Entschuldigung, wir haben eigentlich gerade jede Menge Goblins, also gibt's da jetzt irgendwie. Ich klau die Kartoffeln dafür, das ist mir jetzt egal. Du willst ja alles mit. Aber du kannst nochmal mit dem Zephlor sprechen. Stimmt, ich mach das nochmal. Ja. Ich spreche nochmal mit Zephlor. Er hat schon einen guten Eindruck hinterlassen. Schuhe. Blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help. Ah, er sagt danke, okay. I'm Zevlor. Then you'll have better luck meeting the goblins outside. This is a druid's grove. Whatever your business, I'd see. Druiden haben kein Geld oder was? The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Yep. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Ich brauche einen Heiler. Ich brauche einen Heiler. Ja, aber erstmal vielleicht. Wahrscheinlich müssten wir jetzt dann das Goblin-Dorf ausrotten oder irgendwas. Won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Ohne zu spoilern, aber es gibt sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, wie man sich so verhalten kann. In unserem Let's Play haben wir uns ganz anders entschieden, als das, was wir jetzt machen. Und jetzt bin ich haben hier auf. Alles ins Chaos gestürzt. Es war großartig. Das war, hat funktioniert. Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Also mit Krogi und so, dann ist das Chaos am Zepter. We won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense, before more lives are lost. Okay, dann probieren wir das erstmal so. Dann können wir da jetzt rein, wa? Auch hier ist es immer sehr interessant, wenn man unterschiedliche Charakterklassen hat. Ich habe jetzt natürlich in meinem privaten Run, als ich einen Druiden hatte, hier ganz andere Möglichkeiten, mit den Leuten umzugehen. Ja, weil du auch Druide bist, dann, ja. Guck mal, das gibt's schon wieder Ärger. Take that back. Right now. Save your thoughts for later. Hells! We can't just leave. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Jawohl. So nämlich. Or yell louder. That's fine too. Überzeugen. Ihr solltet alle bleiben. Jede einzelne Klinge kann den Unterschied ausmachen. Da bin ich ja für. Da bist du richtig gut drin. Ja. Geil. Und du kannst noch einen Bonus hinzufügen, wenn du möchtest. Aber das kostet mich ja nichts, oder? Das kostet nichts, ne. Ja, warum sollte ich denn Nein sagen? Ja, guck mal, das wird sowas von jetzt. Ja, easy. Gar kein Problem. Bombs und Bams. Erfolg. Geil, ich mag das, ich mag diese Mechanik echt. Ja. Dass du auch siehst, warum du dann so einen Wurf noch schaffst. Genau, dass man nicht einfach nur Fehlschlag hat, sondern sieht, warum man einen Fehlschlag hat. Ja. I'll stay too, lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Wenn man auf diese ganze Würfelmechanik nicht keinen Bock hat, kann man das übrigens auch umstellen, dass es, glaube ich, nicht so oft benutzt wird oder leichter ist zumindest im Menü. Wo wollen wir hingehen? Wir könnten nochmal rausgehen zu dem Typen und dann sagen, okay, wir haben den überzeugt. Ja, das war ja kein Druide. Wir haben ja nur die Tieflinge hier gerade überzeugt, dass die bleiben, wenn es zu einem Kampf kommt. Hier oben ist der Typ, der uns vorne am Tor geholfen hat, Will. Und wenn wir rechts runtergehen, kommen wir zu den Druiden. Ah, okay. Sollen wir dann zu den Druiden mal gehen? Ja, komm mal. Also Richtung Osten. Ich folge euch. Ja, andere Richtung. Rechts, rechts, rechts. Was? Ich? Ja, genau. Nach Osten müssen wir. Ja, warte mal, das ist halt so. Okay, da. Warte, ist das. Kann man auf die Karte drücken eigentlich? Nee, ne? Nee, ist nicht. Schade. Druiden, wo seid ihr? Kann man hier was kaufen? Warte mal, hier kann man doch was kaufen. Das ist doch ein Händler, oder? Das ist ein Kind, oder? Ich weiß nicht, ob das. Wir gucken mal. Wie viel Geld es hat. Das hat einen Ring. Go on. Take this ring.
Da, in der Kommode. Das ist eine Falle. Warum kann ich nicht die Waffe ziehen? Schickes Kunststück. You haven't seen anything yet, lady. Go on, take the ring and watch your fortune change. Fingerfertigkeit. Oh. Seinen Trick kopieren und den Ring verschwinden lassen. Oh, das gefällt mir gut. Machen wir, oder? Ja, mach mal. Du hast ja noch den Bonus von göttliche Führung. Oh, 15 ist nicht. Ja, gucken wir mal. Schaffst du. 13 warst du Minimum. Yes. Ja, easy, gar kein Problem. Es gibt ja hier keine kritischen Treffer oder sowas. Es gibt nur bestanden und nicht bestanden. In dem Fall gibt es hier nur bestanden. Weeping, bleeding hells. Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, ihr schuldet mir 1000 Gold. Heads or tails? Das ist der nächste. Alter, ich den Ring einstecken? Ja? Du magst. Aber muss ich nicht jetzt mich für irgendwas entscheiden? Kannst du Kopf oder Zahl machen? Ja, warte mal, haben die nicht alle so Schwänze? Aha. Ja, dann natürlich Tail. Tail ist ja in dem Fall Zahl. Ja. Tails it is! Nicht schlecht, Nils. That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. Ah, ja. Oh, where that came from. Real cheap too. Interested? Dann verkaufst du mal schon eine billige, ist das. den kann ich richtig anmeckern. Das ist doch kein Zauberring. Die Runen sind Unsinn. Nee, aber ich will ja direkt die andere Waren sehen, oder? Auch das ist auch gut, ja. Hm? Also so würde ich ihn einfach nur zurechtstutzen. Da stehe ich ja drüber. Es ist ja ein Kind. Zwar ein Halblingkind. Oder nee, nicht, ist ja nicht mal ein Halbling. Es ist einfach nur ein Kind. Ein Tiefling. Ich will jetzt... You got it. One sec. Also ich hätte gedacht, diese ganzen unnützen Sachen, die wir gelootet haben, können wir jetzt mal verticken. Ja. Oh, warte mal, da war ein Wurf. Wahrnehmung hätten wir machen können. Mhm, hat aber nicht funktioniert. Aber das heißt, das wäre irgendwas, wäre hier vielleicht. Wahrscheinlich. Wollen wir denn die Sachen hier einfach mal verticken, alle, ja, oder? Jetzt kannst du nur du verticken, aber ja, kannst du machen. Kann ich die einfach rüberlegen? Oder nee, du musst die in die Mitte auf deine Seite und dann wird das quasi eingetauscht. Du musst dann unten, bevor du auf Tauschen drückst, auf dieses Wagensymbol, damit das quasi angepasst mit Geld aufgebogen. Ich scheiß den hier richtig mit Waffen zu, ne? Alles weg. Sag mal, wie viel Sachen hast du denn? Ja, übrigens, liebe Grüße an E-Freak im Chat. Hallo, E-Freak. Fleißig loote einfach, weil ihr geht immer. Oh, warte mal, die Dolche. Weil wir gehen immer vorbei. 2 bis 5 ist das eigentlich egal. Irgendwie ist da nie was, wenn wir dann da. Ja, irgendwie sind die ganzen Sachen leer, die wir aufbinden. Mega. Aber guck mal, es gibt einen Ritualstab. Vielleicht für einen Mage oder so, weiß ich nicht. Was ist das hier alles? Zum Beispiel brauchen wir das hier? Das kannst du alles verticken. Diese Sandalen und so. Was ist das? Alles weg. Hier, Topfdeckel weg. Was? Schädel weg? Ich verkaufe einem kleinen Kind. Das ist ja einfach nur. Hier, was ist mit dem vagabunden Kleid? Weg, ne? Ja, weg. Oder vor allem, das Kind hat 114 Goldmünzen. Mehr geht als wir. Von den ganzen Leuten, die hier auf seine Tricks reinfallen, natürlich. Also, was ist mit der Zange hier? Quatsch, oder? Braucht man nicht für irgendwie? Nee. Quatsch. So, hier, ach komm, Ritualstab, weg, ist mir doch egal. Der Zauber hat seinen eigenen... und die schlichte Robe. Oh, warte mal, Rüstungsklasse 10. Ist schlechter als deine. Ja, aber vielleicht könnt ihr die ja benutzen. Wollt ihr mal eben schauen, ihr beiden, ob ihr das benutzen könnt? Ich trage keine Kleidung. Inventar? Stimmt. Also keine Rüstung. Ich kann tatsächlich auch gar nicht ins Inventar. Ich kann doch aus dem Gespräch raus, glaube ich. Ne? Rüstungsklasse. Achso, stimmt, wir können ja immer wieder rein. Ne? Ja, Rüstungsklasse. Will einmal mal gucken? Timo hat Rüstungsklasse 11. Ja, okay, komm. Ja. Weg. Und ich habe Rüstungsklasse 10, aber ich trage auch keine Kleidung. Gut, weg keine damit. Dann. Und was sind diese Leerknollen hier? Achso, die kann ich irgendjemand. Kannst du werfen. Aber du bist schon über dem Geld, was sie hat, ne? Wenn du jetzt tauchst, verlierst. Ja, 114, 115. Ich kann dir ja auch was schenken. Ja. Oder hat die irgendwas. Diebeswerkzeug. Ja, auf jeden Fall. Dann fangst du jetzt auf die Seite, genau. Und dann drückst du unten einmal. Boah, ist das teuer. Übertauschen kannst du auf diese Waage klicken. Genau. Und dann wird das angepasst. Und jetzt kannst du quasi einmal tauschen. Sehr gut. Der hat aber ein gutes Geschäft gemacht. Dann gebe ich dir jetzt mal das Diebesding. Oh, Wahrnehmung erfolgreich. Aha. Taschendiebstahl. Motiv erkennen, sie schweigend mustern. Ja. Athletisch, Gedanken wahrnehmen. Motiv erkennen, oder? Das kannst du ja sehr gut. Mhm. 5, ja, okay. Nice. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Okay. Sie auf sie losgehen. Sag mal,
keinen Fall. Nein, ey, Steffen, du bist ja wirklich... Entschuldigung. Barbarisch. Sorry. Der zwingt sie nämlich dazu. Jetzt rennt sie weg und wir haben ihr nicht mehr die Hand abgeschlagen. Ja, sie wurde von ihm hier gezwungen. Deine Erziehungsmethoden sind... Du musst ja eigentlich mit ihm mal reden, was das hier soll. Hey, you here to trade or... Nee, ich will dich ausschippen. Da. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Aha, er hat's zugegeben. Gib mir eine Hand, kannst du dir irgendwann gib mir eine Anzahl von deiner Beute? Nee. I am sorry. Deswegen hat er so viel Geld sorry, gehabt. Still talking about this. Halt echt. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Das ist ey, was ein Typ, ey. Okay, kann ich respektieren, aus dem wird man ein richtig abgefuckter Typ in jedem Fall. Vielleicht klaue ich dem die Angel, dafür ist mir, ich bin halt auch ein Typ. Ja, mach Platz für the Chumps, alles klar, ich klaue ihm die Angel hier. Ich habe gerade einen Blackscreen. Ich auch. Echt? Oh, dann mache ich jetzt schnell irgendwas, was euch nicht gefällt. Versuch mal mit... Ah, jetzt ist wer da, okay. Ah, da sind wir wieder. Alles gut. Sehr schön, okay. Dann lass uns mal runtergehen zu den Ruinen, oder? Yes. Sind die unter dem Wasserfall oder wo sind die? Nee, aber hinter dem Wasserfall ist vielleicht auch was. Da ist ein Loch, ich sehe ein Loch da unten. Ja, dann gehen wir doch mal da runter. Wahrnehmung erfolgreich. Das könnte ein Blick wert sein. Kann das einer von euch irgendwie machen, oder? Kann ich nicht. Nee, ich kann bereits in Verwendung steht bei mir. Also, geh mal weg, Nils. Vielleicht ging das die ganze Zeit gleichzeitig drauf zu gehen. Nee, kann gar nicht benutzt werden. Bitte ausschlagen. Ja, ich habe versucht. Das ist ein stabiles. Nee, kann nicht benutzt werden. Vielleicht brauchen wir dafür noch irgendwas anderes. Huch! Oh, jetzt. Das war ein Sehen, das wollte ich gar nicht. Das Bild Schatten erst gesprochen. Okay. But let's at least see if there's a healer to be found, first of all. Ja. Gut, okay. Ich probier's noch einmal. Später, ja. Ich glaube, da brauchen wir noch was dafür. Weil gerade im Chat geschrieben wird, ein paar Leute haben Speicherprobleme. Ihr müsst, das Spiel braucht ein bisschen länger, um die Speicherstand zu synchronisieren. Also wenn ihr das Spiel schließt, seht ihr in Steam auch, dass die Synchronisation noch nicht abgeschlossen ist. Also wartet, bis in Steam die Spielstände synchronisiert werden. Ansonsten habt ihr ein Problem mit den Spielständen. Passt da nicht auf. Das ist right now. Was ist hier passiert? Sie ist ein Hellspawn. Und du wirst für Korgas Judgment warten. Jetzt geh zurück! So, da gibt es ja Konflikte zwischen den Gehörnten. Wow. Okay. Okay. Ist ja dramatisch. Oh, sieht süß aus. Flauschig. Aber nichts, was uns einschüchtert. Natürlich nicht, wir haben eine Axt. So, mit wem müssen wir jetzt hier reden? Das ist, glaube ich, mein Dialog gerade. Ich bin... Was? Was hast du getan? Was? Ich hab gar nichts gemacht! Was ist passiert? Der fremde Dean Sephiroth stand da gerade. Ich hab nichts gemacht! The time has come. Remove the outsiders. Was ist passiert? Okay, was passiert hier? Haben wir irgendwas geskippt gerade? Oder vielleicht, weil Nils ein Hexenmeister ist? Au! Das ist sehr schnell eskaliert gerade. Hab ich irgendwas gedrückt? Ich habe mich nur nach vorne bewegt, weil ich dachte, ich rede gut, mit denen. Kämpfen. Alles klar, let's go. Ich bin nach vorne, aber ich dachte, ich rede mit denen. Ich will. Okay. Das, oh nein! Ja, ich fange mal an hier ein bisschen. Aber die laufen ja auch alle weg. Erstmal auf den Bären rauf, erstmal auf den Bären rauf. Was passiert denn jetzt hier gerade? Timo, mach du mal als nächstes. Ja. Sehr gut. Der Bär ist schon mal weg und dann machen wir Nils. Aber er hat sich nur wieder in seine normale Form verwandelt. Er hat noch volle Lebenspunkte. Okay, soll ich jetzt den Typ einfach platt machen oder was? Ja, auf den drauf. 60% nur? Nee, da muss ich. Was? Wieso denn nur 60%? Was? Ja. Kannst du natürlich auch einen von den anderen Zaubern benutzen? Du hast einfach. Ist nicht noch was Neues? Nee, bekommen? Warte mal, kann ich vielleicht. Kann, wie kriege ich das jetzt wieder weg mit Escape? Ja. Ja. Mhm. Kann ich hier vielleicht da rauf? Nicht genügend Platz. Ah, da darf ich nicht rauf. Kannst du mal ein Stück nach hinten laufen, ja. Stehe recht. Ich eigentlich higher ground. Ja. Ach so, aber du stehst vielleicht zu nah dran, oder? Ja, das kann auch sein, stimmt. Wenn du im Fernkampf zu nah stehst, kann es auch sein, dass du Mali bekommst. Scheiß drauf. Bam! Und zurückgeschleudert hast du ihn auch noch. Mhm.
hab's einfach echt drauf. Aber ey, das war, ist irgendwie strange. Ich bin da halt entgegengegangen, weil ich dachte... okay, jetzt ist sie dran. Sie macht... Ja, kann passieren. Es kann halt wirklich sein, dass... Schinkelschuss. Dass du vielleicht jemandem dienst, einem Gott oder so, den die nicht geil finden. Aber das lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie da... Ich glaube nicht. Ich glaube, das war tatsächlich eine Reaktion auf irgendetwas, was von uns passiert ist. Weil als Druide konnte ich mit denen ganz entspannt reden. Das ist ja gar kein Problem. Ja, es weckt Erinnerungen an unsere Beta-Let's Play. Ja, aber das war wirklich, also es war ja nicht meine Absicht. Nee, ich dachte, ich gehe runter und rede mit denen jetzt und ich bin nur 2 Meter auf die Stufen gegangen und dann ist es getriggert. Aber die hat ja auch gesagt, er dient oder sie dient, weiß ich gar nicht, irgendwem Scheiße, wir nehmen alle Schaden. Ich würde mal anfangen. Nee, kannst du mich überheilen? Wir haben keinen Heiler. Ich kann nicht heilen. Gut, ich springe erstmal raus aus dem Feuer und greife dann den Typen mir an. Hexe Bolderbach ist ein Bedrängnis. Dankeschön. So. Bam. Der Typ ist down und ich laufe direkt mal zu dem nächsten rüber. Komm her. Okay, ich bin fertig. Timo, du hast schon geheilt, ich kann, ne? Genau, ich habe geheilt. Ich kann nicht viel mehr machen, außer mich vielleicht zurückzuziehen. Dann würde ich sagen, machen wir mal Ich kann Nils. Wieder mit dem schaurigen Strahl angreifen. Oh. So, steht schon das wieder ist, die haben Scheiße. Erst euch eingewoben mit so einem Ranken und die dann in Brand gesetzt. Ja, das ist ja richtig hart. Das ist massiv perfide. Wie viel hat die? 22. Okay, die kriegt mal einen richtig dicken... Ja, das hilft. Oh, 17, nicht schlecht. Ja. Aber ich kann da auch nicht weg. Also. Oh, dann ist ein Wildschwein, okay. Kommt zu mir, ist aber okay. Oh, was? Alter. Aber hat einen Fehlschlag gewürfelt, also alles gut. Oh, aber wenn die Bolderbach nicht geheilt worden wäre von Timo, dann hätte ich jetzt ein massives Problem gehabt. Ja, oh, der hat einen Crit auf mich drauf, das tut weh. Okay, ich mache mal als erstes wieder. Ich springe erstmal rüber hier zu dem Kollegen und hau ihm auf die Fresse. Oh, diese Säure, ey. Hm. 60% habe ich nur. Was habe ich denn hier noch? Schwingt die Waffe? Nee. Klaffende Wunden. Oder. Bluten. Ich mach mal bluten. Komm. Was? Nein, Fehlschlag. Shit. Aber denen geht's nicht gut gerade. Mir geht's nicht so richtig gut. Wen halten sich diese Druiden? Aber wir haben ja nur noch dieses Schwein. Da kann ja auch. Bitte? Willst du als nächstes jetzt? Also, ich könnte mit der Bolderbach versuchen, jetzt das Schwein zu plätten. Und dann könntet ihr. Was hat er denn noch? Oder. Warte mal, ganz kurz. Hat der jetzt wieder eine neue Lebenssituation? Ja. Die Formen von denen haben immer extra Lebenspunkte. Die sind quasi separat von dem eigentlichen Druiden. Schattenherz könnte mich auch gut heilen. Also, aber dann gehe ich nach oben. Eigentlich müsste ich ja dann noch eine bessere. Dings haben. Oh nein, da habe ich schon wieder den dummen Fehler gemacht. Mit Unity. Shit. Okay. Ich bin mit der falschen. Ich hatte die falsche aktiviert, ja. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Boah, okay, du hast die gleich mit abgefackelt, sehr gut. Okay, soll ich jetzt. Dann komme ich in deine Richtung. Gerne, ja. Und die Bolderbach. So, wo ist. Das Schweinegesicht. Das, kann ich an dir durch dich durchschießen? Ja, das kannst du. Treff von hier? Warte mal, komme ich da jetzt hoch? Nee, ne? Du kannst wahrscheinlich nicht so weit laufen, ne? Aber du springst gerade. Nee. Ich will nicht springen. Könnte ich da rauf? Nee, das schaffe ich nicht. Okay, warte mal. Ich will ja noch irgendwo einen Winkel haben, von dem aus ich treffen kann. Ja, wenn du nach ganz rechts gehst, bist du eigentlich durch also rechts hier, unten quasi. Nee, weiter unten. Da so. Ich probiere erstmal, ob ich vielleicht sogar von hier treffe. Nee, nicht genug Bewegungspunkte, sagt er direkt. Achso, weil er schlägt dir vor, hier hoch zu springen, aber das macht natürlich keinen Sinn. Das bin ich, den du da anvisierst. Ja, aber das ist ja genau mein Plan gewesen, aber das schaffe ich nicht. Also ich glaube, ich muss zwei machen. Ja, das kann sein. Dann, okay, es geht nicht. Pass auf, dann gehe ich, wenn ich jetzt ein Stück entgegengehe. Ich meine, ich habe noch ein paar HP, so ist nicht, aber. Springen kann ich jetzt nicht mehr. Okay, das ist ja mega dumm. Ja, dann muss ich ja einfach jetzt hier warten. Ja. Ja, nicht mehr machen. Und hoffen wir mal, dass der Typ mich nicht umlegt. Ja, wird schon. Wird schon. Ich glaube fest an mich. Machen. Kann sie irgendwas noch machen? Sie... Nee. Ja, und Timo muss noch beenden. Oh. Er ist heil. Sehr gut. Er haut ab, er hat Angst. Kommt nein, mal. Nein. Oh, ich lebe noch. Ich habe noch 3 AP. Okay, ich schnappe den jetzt.
Hol ihn dir, okay. Komm zu Papa. So. Er lebt noch? Er hat noch 5 HP. Er lebt noch. Ich nehme einen Heiltrank, ja? Cool. Das finde ich völlig aber ich hätte ich, also, ich kann die auch machen. Ich habe jetzt, ja, ich habe immerhin wieder 12 HP. Ja, dann mach doch mal was, Timo. Hau den weg. Das den dürfte weg. Jetzt kein Problem mehr sein. Ja, komm. Yay! Yeah. So, wo sind jetzt die Druiden, hä? Wo sind sie denn jetzt? Ja, ich habe hier ein Holzschild. Ich wünschte, jemand würde mir mal erklären, was da jetzt das Problem war. Kampfstab, Dolchwurz. Gute Beeren. Nee, das ist ja super useless. Können wir die Gespräche... Was war deren... Wo kann man das Kampfprotokoll, ob da noch die... Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Hast du den gelootet, Steffen? Hoffentlich. Ja. Dann kommt mir nicht. Zustand. Ist das ein Heilstein? Dieser Idol von Sylvanus? Kaga ist tot, ne? Stricken. Weil des Feuers. Er strickt. Ja, das war vorher. Brüllt Knurr. Nee, ich glaube, es ist nicht im... Ist nicht im Log? Ist nicht im Log, das Gespräch, ne? Heilt einen das? Wollen wir eine Rast machen, bevor wir weitergehen? Ja, guck mal, Leute. Wir, es gibt hier, wir müssen lange Rast machen. Diese Statue, Idol von Sylvanus, aber ich glaube, die können wir zerstören. Das ist ja vermutlich irgendein Quell ihrer Kraft auch, oder? Von den Druiden, ja. Die kannst du mitnehmen einfach. Das ist halt ein Diebstahl sozusagen, wenn du die einpackst. Aber haben wir nicht eh gerade alle getötet? Ich wollte gerade sagen, es ist doch völlig egal. Was macht das Ding denn? Dann mache ich mal eine Rast für uns, ja? Ja. Wenn Nils sich das Item angeguckt hat. Ja. Eine lange Rast machen wir. Eine lange Rast. Jetzt einmal auf Ja drücken, bitte. Genau. Das habe ich bereits getan. Schön. Ach, toll. Da sind jetzt alle hier. Ja, unsere NPCs sind hier. Jetzt hat jeder von uns auch eine eigene Tour, die wir uns angucken könnten. Wo wir Sachen hinschicken können. Wir regenerieren gleich unsere Lebenspunkte, unsere Zauberslots, wenn wir uns... Oh, hier ist so eine Kampfpuppe, mit der man üben kann. Okay, was kann man hier noch alles machen? Ah. Genau, Gespräche kannst du hier führen mit Leuten. Hier ist zum Beispiel zweimal Gail gerade mit seinem eigenen Spiegelbild redet. Ich spreche mal mit dem. Oh Gott. Aber willst du das nicht machen? Nee, du kannst mich machen. Ich mach, okay. Oh Gott. Das riecht ziemlich gut. Das spielt was ein eitler Pfau. Be with you in a moment. Hä? Was macht ihr da? Dodging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Oh Gott. Be that as it may. Seramorphosis. What does it make you think of? Spot on. Day one, fever and memory loss. Day two, hallucinations and graying skin. Day three, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? My point is this. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain good. Clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal. That, alas, is where my knowledge fails me. A rogue might call it luck, a priest might call it fate. As for myself, I'm a pragmatic. I see the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Dann gehen wir noch mal zu Bett. Ja, ist es soweit? Mhm. Zu Bett gehen, ja. Genau, jetzt können wir hier noch Essens-Items sozusagen auswählen. Wir brauchen 40, um eine lange Rast zu machen. Jetzt können wir hier mal so. Kannst du Auto auswählen machen, naja. Zack. Und dann kriegen wir wieder voll Lebenspunkte und alles voll. Und im Lager passieren noch immer Dinge. Was? Der schlawinert hier rum? Was macht der? Der klaut doch nichts, oder? Solange meine Axt noch da ist.
Nee, also das, vielleicht war er einfach nur freundlich, weil dass er so ruhig war. Wahrscheinlich, genau. Ja. War bestimmt nur freundlich. Ja, guckt alle mal nach, ob euch was fehlt, bitte. Ich hab noch alles. Ja. Ich glaube, ich habe noch alles. Meine Axt ist noch da, mehr brauche ich nicht. Kann man das, gibt es hier eine Sortierfunktion? Oben links im Inventar, sortieren nach. Also in dem, nicht in der Gruppenansicht, sondern im normalen Inventar. Auf I, genau. Steffen, ja. Darf ich dir noch eine Rüstung mit Rüstungsklasse 11 anbieten? Ich möchte keine Rüstung. Dankeschön. Ach so. Ich trage keine Rüstung. Stimmt. Also weil du nicht... Oh, warte, ich habe... Ach so, war das Diebeswerkzeug, wollte ich dir noch geben. Oh ja, sehr gerne. Genau, weil meine Klasse trägt keine Rüstung, sonst kriege ich nämlich keinen Boni. Bist du eigentlich... das ist der Wert Geschicklichkeit oder was? Oder hast du da sogar irgendwie ein Special für... Für das Diebeswerkzeug? Ja. Ist Geschicklichkeit in der Regel, ja. Hast du denn überhaupt die höchste Geschicklichkeit? Ja, mal gucken. Wahrscheinlich schon als Waldläufer, oder? Kann man schauen. Ja, 17 hat er. Ja, ja, eindeutig. Ich habe hier auch noch irgendwas gefunden, eine Lederrüstung. Ach so, warte mal. Okay, die ist sogar besser als... Nee, die ist genauso gut gepolstert oder Leder. Da fragt man, es ist einfach nur, was ist schöner, ne? Ja. Das ist eine reine optische Frage. Genau, das sind, die, glaube ich, die Klamotten, die du im Lager anhast. Oh. Wenn du in Zwischensequenzen bist im Lager. Oh, ja, es ist so ganz lederig auf jeden Fall. Passt auch nicht schlecht zu den... Hey. Aber der andere sieht auch ein bisschen, Hexenmeistermäßiger. Geiler, oder? Dann kann ich das ja in eine Kiste packen. Wo ist die Kiste? Oder die schleppst du hier rum und verkaufst das irgendwie bei Gelegenheit. Ansonsten können wir auch einfach das Lager wieder verlassen. Ja, ich bin dabei. Zack. Muss ich uns das jeder einzeln machen? Nee. Ah doch, müsst ihr ja. Unten rechts einfach auf dieses Lagersymbol neben der Sanduhr und dann Lager verlassen. Da haben wir einfach mal so die ganzen Druidenkaste hier ausgeräumt. Das muss ja einen unglaublichen Effekt auf hier ist ein die Vogel ganze mit politische Situation hier haben. Guck mal, hier ist ein Hebel. Ich wollte gerade sagen, was machen wir dann? Gehen wir jetzt zurück und sagen, ja, wir haben euer Problem gelöst. Indem hier ist erstmal ein glänzender Schlüssel bei diesem Vogel. Moment, den muss ich mir kurz schnappen. Na gut. Oh, die arme Elster, voll verschreckt. Ja, hier liegt ja noch super viel Kram rum. Lass uns doch erstmal in Ruhe gucken. Verrotteter Käseleib. Nee. Das alleine, finde ich, ist einfach, zeigt, wie krass die Entscheidungsgeschichten bei Baldur's Gate 3 sind. Ja. Zumindest jetzt in dem ersten Teil, den wir bisher schon gespielt haben. Weil, wie gesagt, ich habe es als Druide gespielt. Ich habe natürlich die Druiden nicht alle umgeballert. Und das ist alles komplett anders und aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich hab auch so was passiert ist? Ja. Ich glaube, es hängt mit irgendjemandem von uns zusammen, dass du vielleicht Hexenmeister oder so. Ich weiß nicht. Ich klaue einfach alles. Komm mal hier. Erst, alter Schwede, erst einfach machen wir die komplett platt und dann klauen wir alles. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt haben will. Oh, ich habe einen Brief. Eine Nachricht, die in sorgenvolle Schrift verfasst ist. Habe Nachricht von Vettel über Siris erhalten. Einen von Nettis Vögeln. Wir haben Siris letzte Woche begraben. Nicht sicher, wie Vettel den Vogel gefunden hat. Nachricht selbst war eine Drohung. Sie verlangt ein Treffen. Habe nicht geantwortet. Habe Siris erneut begraben unter einem schwereren Stein. Okay. Wir können ja mal zu Zephlor zurück, weil dem können wir jetzt ja sagen, dass Druiden tot sind. Ja, oder? So als letzte Handlung für heute. Mal gucken, was das... Warte mal, die Milch, glaube ich, wieder hat. Und hier sind noch Psalmen. Die Blätter sind sein, die Bäume sind sein, sie zu nähren ist unsere Pflicht, sie zu vernachlässigen ist, wie unseren Vater zu vernachlässigen. Das Gras ist sein, die Schwerter sind eher beruhigt. Nee, das müssen wir nicht lesen, das ist eher minderwertige Poesie. Ey, eine Frage noch. Ja. Hier gibt's kann man die Tür öffnen, ne? Ja. Wahrscheinlich geht's hier aus dem Dorf dann, nee, da geht's nach oben oder was? Das ist ein Fahrstuhl, glaube ich, ja. Mhm. Ah, Fahrstuhl, okay. Gut, wo seid ihr lang? Wir sind Richtung Norden, gehen wir jetzt wieder. Zurück, hoch, ja. Ja, aber lass das mal. Quatschen. Guck mal, was Zephlor sagt zu unserer... Aktion. Ja, das würde mich auch interessieren. Zumindest ist jetzt die Option nicht mehr gegeben. Ach du Scheiße, guck mal. Warum ist hier so viel Blut? Ja, weil die haben auch noch gegeneinander gekämpft. What? Scheiße. Na gut, da müssen wir ja erstmal alles weglooten. Ups. Das ist, also es war nicht komplett und ohne Großschwert. Oh, es macht mir Schaden. Oh, da ist ja richtig viel bei rumgekommen. Sind jetzt hier alle tot wegen uns? Alter, wir haben das ganze Dorf vernichtet. Ja, also wir haben nur Druiden getötet. Das, was hier die Menschen getötet hat, das waren Druiden. Also wir haben damit nichts zu tun. Ich lasse das nicht auf meinem Gewissen lassen. Ach, Scheiße. Oh, hier sind ja auch alle tot.
Oh. Oder hinten noch lebt noch was. Ne, 2 bis 9 Schaden. Das echt, da lebt noch was? Die Herren des Wahnsinns. Dann müssen wir ihn töten. Boah, ist, ja? Das ist hier einfach wirklich nur traurig. Willkommen bei Baldur's Gate. Manche Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen. Ja, das war ja nicht mal eine Entscheidung. Das stimmt, ja. Es war keine aktive Entscheidung. Sondern passive. Einfach alle sind tot. Die Goblins kommen und sagen, ey Leute, ernsthaft, ey. Oh, Free Real Estate. Wir können, ich werde nochmal das Video auf jeden Fall zurückspulen und werde nochmal reingucken, was da eigentlich passiert ist. Guck uns die Slow-Mo nochmal an. Genau, ich guck's mir in der Slow-Mo nochmal an, Videobeweis. Ich will es wirklich wissen. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, es hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat es, oh, Gegner? Oh. Ach, hier ist noch dieser Bär, genau. Komm, den killen wir noch schnell. Wo ist der Bär? Ja, der ist bei uns. Du kannst mal zu uns laufen. Da, weiter unten quasi ist, ne? Hier seid ihr, ne? Ja, genau. So, dann laufen wir mal zu den Bären hin. Ja. Oh, der scheint auch hier rein. Ach, da sind noch welche. Ja, da sind noch Überlebende drin. Ah, das sind aber Druiden. Au! Oh. Ist er? Ein bisschen erschrocken. Keine Sorge. Der hat nicht mehr so viel. Schatten irgendwie. Schatten noch dran, ja. Ihr Schattenherz muss erstmal spurten. Die kommt sonst nicht so schnell. Wo bist du da? Ja, man kann im Spiel auch mit Tieren reden, ja. Kein Problem. Das hätte ich auch als mein Spell vorhin ausrüsten können. Was ist denn da jetzt? Ja, das ist die Chefin der Druiden. Aha, wow. Oh nee. Fuck, wir haben ein Problem. Jetzt machen wir auch noch die letzten Überlebenden ab. Ich bin, Ich hab so eine von Folianten, glaube ich. Oh. Die haben ganz fiese Zauber. Die haben richtig fiese Zauber. Okay. Druiden sind hart. Unter anderem eine Feuersphäre, die jetzt rumfliegt. Timo, your turn. Ja. Überleg dir genau, was du machen sollst. Ich würde mich... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich powern würde. Im Chat wird gesagt, das könnte es nicht gewesen sein, weil du ein Hexenmeister bist. Jetzt ist die Mönche ein Hexenmeister. Also nur, weil ich ein Hexenmeister bin? Kann sein, ja. So. Dann. Oh Gott, ich mache überhaupt keinen Schaden. Ja, die Flammensphäre anzugreifen macht keinen Sinn. Greift lieber die Leute an, die beschworen haben. Ach, die verschwindet dann, wenn du. Ja. Da ist Schattenherz auch down. Nils. Wunderbar. Also warte mal, ich kann die doch jetzt. Ich hab doch hier irgendwie so einen Folianten, habe ich doch gerade gesehen. Eine Wiederbelebung. Das sind diese goldenen Schriftrollen. Wo sind die? Da. Ja. Einem TP zurück. Das bringt nichts. Ja, okay. Das hat keinen Sinn. Ist ja Quatsch mit Soße. Ja, ich habe ja keine. Also ich bin ja quasi im Prinzip völlig mittellos. Ich kann ein bisschen aus weg und versuchen aus der Entfernung was zu machen. Ja. Meint ihr, ich treffe von hier noch? Ja. Ja, könnte sein. Schon relativ weit weg, aber können es versuchen. Ja, warte mal, ist das ein... Das ist so ein Freund. Ja, ja, da. Da steht noch jemand. Hau sie weg! Die hat 65 Lebenspunkte. Auf! Ja, also die wegzukriegen wird nicht so einfach. Und jetzt kommt noch der Bär. Und da, ey, wer ist schuld? Ei. Du wolltest da runtergehen. Jetzt rollt die Kugel auch. Alter. Die ist hart. Alter, die habe ich in meinem auch. Timo, let's go. Also du könntest einfach ins Haus gehen, die Tür zu machen und sagen, du warst das nicht. Richtig. Laut rufen, pulle und du gibst auf. Boah, Alter. Ja. Hab ich denn noch irgendwas Geiles? Ich kann doch bestimmt... Okay, im Chat wird gerade geschrieben, es ging damit los, dass Nils sich der Druiden genähert hat und dann gesagt hat, der Fremde diente Sevlor und dann ging es los. Es kann sein, dass ich war im Gespräch und du hast quasi eine Grenze überschritten und bist quasi damit in den Kampf eingetreten und hast quasi die okay. Das kann sein, dass es daran lag. Aber das ging so schnell, ich wollte nur die Treppe runter, weil ich dachte, wir reden jetzt mit denen.
Ja, genau. Um sie zu fragen, ob sie das lassen können. Aber und die hat mir gesagt, komm nicht näher, hat sie, glaube ich, gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Okay. Ja, krass, Alter. Das hat wirklich kurz. Man kann in so einem Fall ja auch nochmal neu laden. Ja, genau. Also, das wollten wir ja auch nun mal nicht. Ich bin ja auch kein Fan davon, wenn man aus Versehen was macht. Das stimmt, aber ich finde es witzig, das nur zu sehen. Ja, das ist richtig. Muss ich sagen. Das ist hart, dass sie konsequent halt. Also, es wird halt wirklich durchgezogen. Ja, ne? Natürlich. Ja, die Konsequenzen werden hier auf jeden Fall durchgezogen. Alter, Metall erhitzen ist so ein fieser Zauber, der bewirkt, dass zum Beispiel Rüstung anfängt zu brennen und du kriegst so lange Schaden, wie du die Rüstung an hast oder Waffen in der Hand hältst. Das ist einfach hart. So, ich muss mal ein bisschen nach vorne. Pass auf, ich hab eine Idee. Ich hab doch hier diesen Was, wieso denn nicht mal Das bin. Ja, das ist die Person, die da liegt. Genau, eine von denen kannst du machen. 40% ist echt schlecht, ne? Mäßig sind wir nur. Ja, die sind halt sehr stark. Das ist, die sind auch Stufe 3 sind die schon. Ne, hat's geschafft. Scheiße. Man muss auch Holzwege zu Ende gehen, genau. Naja, 40% ist jetzt ja nicht. Also in der auswegslosen Situation. Ja. Achso, das ging nochmal um den. Ob man neu lädt. Ja, genau. Ja, okay. Timo, lebe. Es kann sein, dass ich auch gleich wieder aufstehe, wenn ich Glück habe. Das ist so schön. Ah, wie kann ich mich jetzt nochmal hier rausbewegen, ohne eine Opportunity? Springen. Ah nee, da kannst du, es gibt die Aktion... Ah, Rückzug. Rückzug, genau, du kannst aber nichts mehr machen. Du kannst nur laufen dann. Das Gelächter wäre so schön gewesen. Ja, das Gelächter wäre super gewesen. Tja. Ja, die hat halt nur... Wer hat denn den Feuerball beschwört? Die ganz hinten stand eben. Ich glaube, es ist Nettie gewesen. Wie viele Runden hält das eigentlich aus? Dieser Feuerball, das ist ja super frech. Der ist krass. Der ist richtig gut. Aber die müssen ja auch durch das Brennende gelöst. Das heißt, wenn du irgendwie zu mir hochspringen kannst, die müssen ja auch durch. Nein. Das war aber nicht so Nettie, ja. Stark. Die ja, ich komm da nicht weg. Ich muss. Das war. Was hast du angegriffen? Sie? Und du hast die Kiste angeschossen. Nun. Okay. Gut, das war mein Zug. Ja, der. Die Stinken schlagen die ganze Zeit auf. Oh. Alter. Komm schon. Oh nein. Du kannst immer würfeln, oder was? Ja, genau. Der Schattennetz ist komplett down. Da haben wir noch jemand! Der Bär wird geheilt. Aber ich nehme mal diesen blöden Schaden. Okay, pass auf. Ich kenne Rüstung. Aber das ist Nahkampf, Klingenbannen. Ja, das ist alles Quatsch. Ich könnte das nochmal probieren. Stab, aber Timo? Vermutlich wird ich hätte irgendeinen Stab benutzen. 30, 40. Was für ein Stab? Ich kann dir auch nicht irgendwie helfen, ne? Oder? Das ist ein Nahkampf zum Heilen. Okay, wie kann ich das wieder wegmachen? Escape. Wie sieht's hier mit der Trefferquote aus? 70. Das ist besser. Der Bär 85. Soll ich dir versuchen, den Bär vom Leib zu schießen? Ja, ne? Ja. Machst du 19 Schaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, aber er fliegt ja auch weg. Vielleicht dann kannst du dich bewegen, weißt du? Das ist nicht schlecht, stimmt. Und ich kann noch ein bisschen mehr da machen. Ach scheiße, der kommt direkt gar nicht ran. Ja, die kommen beide ja, jetzt direkt gut. Ran. Ja, das war's. Rollt auch noch die Kugel auf dich drauf. Okay, okay. Na, man, für alle Leute, die nicht verstehen, was gerade passiert. Wir sind gerade noch am Boden. Und immer wenn wir am Boden sind, würfeln wir jede Runde. Und wenn man dreimal 10 oder niedriger gewürfelt hat, ist man tot. Und wenn man dreimal 10 oder mehr gewürfelt hat, ist man mehr als 10 gewürfelt hat, ist man am Leben. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. Aber ich darf ja nach dem Schuss noch zurückgehen, ne? Ja, genau. Schießen wir erstmal. Wir sind aber auch gleich am Ende. Ja, warte, ich glaube, dass du kannst aber noch vielleicht noch jemanden töten hier jetzt. Komm. Nice, schön untergeschossen, nicht schlecht. Scheiß Rettungswurf, aber erfolgreich. Ja, komm, lass mich das noch kurz zu Ende machen. Ja, mach das mal. Komm, ich bin gespannt. Aber ich finde es. Ah, okay, scheiße. Das und der Bär.
Ja, aber er kann nicht mehr angreifen wahrscheinlich. Nee. Jetzt kommt die Kugel. Diese Kugel. Du bist auf jeden Fall nicht in Reich und Sichtweite von denen. Mhm. Nächste Runde vielleicht. Wo ist er hin? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich guck da unten. Na, scheiße. Oh, jetzt irgendwie so ein Area of Effect Spell wäre auch nicht schlecht. Ja. Scheiße. Warte mal, der Bär ist ja sehr dumm. Wie viel hat er noch? 8 Treffer, das könnte ich sogar schaffen. Das ist aber ein Verwandelter. Ja. Also der wird sich wahrscheinlich wieder in einen Druiden dann verwandeln hinterher. Ernsthaft? Mhm, ich glaube schon. Oh, das ist ja super mächtig. Ja, aber dann schieße ich erst auf ihn und hau ich ab. Ja, macht schon Sinn. Ich könnte aber auch die Rüstung machen. Kannst du auch versuchen, ja. 5 Geldschaden bei jeder Kreatur, die ich. Aber die anderen wollen mich nicht im Nahkampf angreifen. Naja, nee, stimmt, das macht keinen Sinn. Ich mache einen. 7! Ein HP hat er da noch. Lauf, Nils, du schaffst das. Ja, jetzt bist du mit dem Nahkampf. Die Kugel kommt auch. Nee, wo war die Kugel? Okay, die Kugel überlegst du, ist nochmal anders. Was soll ich machen, Herren? Die Sporte, die wollen dich auf jeden Fall jetzt im Nahkampf haben. Oh, was? Nicht der! Höllischer Tadel. Sehr gut. Scheiße, nur 6. Aber wieso durfte mich angreifen nach dem Spurt? Das ist blöd. Das war irgendeine Kraft, manche können das, ja. Unique hat. Das ist auch die Druiden-Chefin, gegen die wir da kämpfen. Wenn du dich jetzt bewegst, ne, kriegst du von 2 Leuten aufs Gesicht. Aber der ist ja so gut wie tot. Das heißt, wenn ich jetzt ihn einfach Standardschlag mache, der kostet nicht so viel, ne? Ja, das ist alles eine Aktion. Also ob du jetzt schießt oder einen Schlag machst, ist egal. Ich könnte natürlich jetzt... Darf ich nicht mehr machen, ne? Ja, ist kein Zauberslot mehr. Okay, dann mache ich einfach dann, wenn das eh alles egal ist. Dann hallo, liebe Raider, by the way. Liebe Grüße. Nein! Oh, das war doch nur ein normaler Bär. Ja, wollte gerade sagen. Aber das ist gut. So, aber jetzt kriege ich ja auf jeden Fall einen von, egal welche Richtung ich gehe. Du kriegst auf jeden Fall von ihr einen ab. Aber das ist wahrscheinlich besser, als wenn ich da jetzt stehen bleibe, oder? Wird das gleiche wahrscheinlich rauskommen. Wohl, so hat er dann 2 Schläge auf mich. Aber das Ding ist, die anderen kommen dann jetzt halt. Ich muss Meter machen. Versuch lieber wegzulaufen. Habe ich eine Chance, das zu parieren? Ja. Oh, du lebst noch. Ein HP. Ja, das war's. Die Kugel kommt nochmal angerollt. Wenigstens habe ich einen erwischt. Ja, du hast unsere Ehre verteidigt. Spiel vorbei. Deine Gruppe wurde besiegt und damit ist, glaube ich, ein sehr guter Endpunkt, liebe Leute. Das war ein kurzer Einblick in Baldur's Gate 3. Ich denke, ihr werdet noch genug Kanäle draußen finden, zum Beispiel vielleicht den Kanal von Nils Bohmhoff, wo dieses Spiel noch weitergespielt wird. Auf jeden Fall. Vielleicht mache ich noch einen neuen Charakter. Wie mir hat dieser Magier hier, diese Hexenmeisterin, so Spaß gemacht. Ja, Hexenmeister sind fantastisch, kann ich nur empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall privat auch weiterspielen. Ja. Und, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß da draußen, wenn das euer Fall ist. Dann hinterlasst doch bei diesem Video einen Daumen hoch und einen positiven Kommentar mit 7 Worten. Das haben wir gelernt. 7 Worte sind wichtig. Sind wichtig. Und wir hoffen, hattet ihr viel Spaß und dann sehen wir uns bald wieder, würde ich sagen. Oder, Nils? Machen wir so. Machen wir so. Ciao, Leute. Danke auch, Timo. Macht's gut. Tschüssi.